Also wir sind in vieler Hinsicht eine Partei für Frauen und darauf sind wir stolz. Und dennoch haben wir im Landesverband Berlin in den letzten Monaten einige Diskussionen geführt, die uns eben schon gezeigt haben, da gibt es auch noch für uns noch viele offene Fragen und viel Entwicklungsbedarf. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber heute mit dir, Katrin, sprechen können. Ich bin Bettina Jarasch, die Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Berlin. Der Abend wird so ablaufen, dass zunächst Katrin Göring-Eckardt und ich, dass ich einige Fragen an Katrin zunächst stelle und dass wir dann drei weitere Frauen hier zu uns nach vorne bitten, die wir um eine Intervention von außen, also die wir bewusst um die Perspektive, um den Blick von außen gebeten haben. Das sind Katja von der Bay, die ist hier letztendlich die Hausherrin. Sie ist die Geschäftsführerin der Weiberwirtschaft, promovierte Kunsthistorikerin, Preisträgerin. Perspektive Selbstständigkeit und Gründerinnen. Blick, also ihre Kommentare abgeben. Neben ihr Antje Schmelcher, sie ist freie Journalistin, unter anderem bei der FAZ und FAS und schreibt derzeit ein Buch zum Thema Mütter in unserer Gesellschaft. Und ich nehme an, Frau Schmelchers Perspektive ist unter anderem die Frage Wahlfreiheit für alle Frauen, Fragezeichen und wie geht es eigentlich Müttern in unserer Gesellschaft. Und als dritte, auf dem freien Stuhl, aber sie sitzt hier an der Seite, genau, Hannelore Buhls, mittlerweile die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats und die ehemalige Leiterin der Abteilung Frauenpolitik beim Verdi-Bundesvorstand. Und sie wird auf unsere grüne Programmatik einen Blick aus Sicht quasi der organisierten Frauenlobby, wenn man so will, der Chef-Frauenlobbyistin werfen. Gerne auch kritisch, dazu sind wir heute hier. Wir wollen gemeinsam weiterkommen. Und ich habe noch, und danach werden wir die Diskussion fürs Publikum öffnen und ich sage noch zwei Dinge an. Nach etwa eineinhalb Stunden spätestens wollen wir dann den Teil hier beenden und es ist hier im Garten, wird es dann Getränke und was zu essen für alle begeben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch da bleiben würdet und an diesem schönen Abend noch ein bisschen Gespräche vertiefen würdet da draußen im Garten für alle, die das machen können. Und ich habe eine Ansage zu machen, wie diese Veranstaltung, wir filmen die heute mit einem Livestream, den wir auch ins Netz stellen und insofern würde ich darum bitten, wenn es jemand gibt, der damit ein Problem hat und der auf gar keinen Fall irgendwie auf dem Bild auftauchen will, ein Zeichen zu geben. Die beiden Herren da hinten, Sebastian und Bernd, hinten auf einem Stativ, die sind dafür verantwortlich und insofern geben Sie bitte einfach ein Zeichen, wenn Sie auf gar keinen Fall gefilmt werden wollen. Vielen Dank. Die NSA ist aber nicht dahinter. Ja. Ich habe schon ein paar Stichworte genannt, wie wir eigentlich auf dieses Thema kommen. Wir haben auch schon einige Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, und zwar unter dem Obertitel KKK, Kinder, Karriere, Kapitalismus, die drei neuen K der Frauen, also von Kinder, Küche, Kirche zu Kinder, Karriere, Kapitalismus als dem neuen Korsett der Frauen mit Fragezeichen, selbstverständlich. Und das war spannende Veranstaltung. Ich will einfach ein, zwei Dinge vorher schon mal zusammenfassen, damit alle den Anschluss haben, die jetzt hier zum ersten Mal sind. Bei der vorletzten Veranstaltung war sehr schön deutlich, dass wir einfach festgestellt haben, wir müssen gemeinsam üben zu sagen, Vereinbarkeit funktioniert nicht, Vereinbarkeit funktioniert nicht, Vereinbarkeit funktioniert nicht. Das war eine Erkenntnis, die einfach ein Stück weit in Frage stellt, dass was so ein bisschen das Leitbild der heutigen erfolgreichen Frau ist, die eben alles gleichzeitig schafft, die also eine Karriere schafft, eine Vollzeiterwerbstätigkeit schafft, nebenbei womöglich Kinder erzieht, dabei noch schön aussieht und jugendlich bis ins hohe Alter und so weiter. Die das also alles locker unter einen Hut bekommt. Und unser Eindruck war, diese Perspektive, die natürlich jetzt eine von Müttern vor allem ist, das ist eine kritische Perspektive, die insgesamt, die also über die Situation von Eltern und Müttern weit hinausgeht, die wir aber bewusst jetzt aus der Perspektive von Müttern reingebracht haben und die auch insgesamt ein Stück weit unsere Arbeitswelt in Frage stellt. Und damit bin ich jetzt auch schon bei dem Thema Top-Girl-Feminismus. Denn ein Stück weit haben wir den Eindruck, dass es in den letzten Jahren so eine Tendenz gibt, dass alles dafür getan wird, von Unternehmen, von Medien, aber eben ein Stück weit auch von der Politik, um Frauen für den Arbeitsmarkt fit zu machen, sozusagen um Frauen möglichst rund um die Uhr verfügbar für den
Arbeitsmarkt zu machen. Mit anderen Worten, eine sehr arbeitgeberfreundliche Politik, wenn man so will. Aber sehr viel mehr aus dem Blick gerät, dass sich eigentlich die Arbeitswelt verändern müsste, um für die Menschen passend zu sein. So, soweit ist ungefähr unser Diskussionsstand im Landesverband Berlin. Und Top-Girl-Feminismus, das ist ja ein Schlagwort, das kommt von einer britischen Schriftstellerin, die ein böses Buch über Postfeminismus geschrieben hat, Angela McRobbie. Und ihre These ist, dass es heutzutage einen neuen Gesellschaftsvertrag gibt, der den Frauen angeboten wird. Ihr könnt Beruf, Konsum, Karriere, Sex vereinbaren sozusagen. Es gibt Erfolgs- und Karriereoptionen auch für Frauen. Gegenbedingungen, ihr braucht bitte nicht mehr das System in Frage stellen. Denn es ist ja für Frauen heutzutage alles möglich geworden. Sie können erfolgreich sein. Der Rest ist Verhandlungs- und Aushandlungssache und bitte verzichtet also auf die kritische und feministische Perspektive. Und das hat mich sofort erinnert, ehrlich gesagt, an das Buch unserer geschätzten Frauen- und Familienministerin Schröder, Danke, emanzipiert sind wir selber, das aus meiner Sicht, soweit ich das wahrgenommen habe, genau diese These ein Stück weit vertritt. Und das hat, glaube ich, auch für Empörung damals gesorgt. Denn letztendlich ist die These, Frauen können heutzutage Erfolg haben, der Rest ist Verhandlungssache mit ihrem Arbeitgeber, wenn es noch Probleme gibt. Und alle, die da noch mehr fordern, sind irgendwelche lesbischen Mannsweiber oder sonst was, verhärmten Feministinnen und sollen praktisch diese jungen, schicken Postfeministinnen verschonen. Soweit. Und die vorsichtige Frage, die ich aber heute die Frage stellen möchte, ist, wie sieht es bei uns selber aus? Also wie sieht es bei uns selber aus mit unserem Wunsch letztendlich, die Frauen zu einer Karriere und vor allem zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu verhelfen? Inwiefern gibt es da die Gefahr, dass wir so eine Tendenz unterstützen, ob wir es wollen oder nicht? Und das soll ich jetzt in einem Satz sagen? Nein, ich darf es genauso viele verwenden. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir sozusagen auch Opfer unseres eigenen Erfolges sind. Und das meine ich erstmal positiv. Wir haben als Grüne die Selbstverständlichkeit der Quotierung. Und wenn man sich mit den Frauen von Pro Quote unterhält beispielsweise, dann fragen die einen erstmal, und wie haben sie das gemacht? Und dann ist immer die Antwort, ja, das haben wir ganz am Anfang mal beschlossen. Also ich ja nicht, ich war ja damals hinter der Mauer und konnte mich daran nicht beteiligen. Aber das wurde beschlossen und es wurde durchgehalten. Und dann ist meistens die nächste Frage, jetzt nicht von den Frauen pro Quote, aber man findet ja keine Frauen. Und das kennen wir alle und schon gar keine Frauen, die kompetent genug sind. Und wenn man die Frauen dann findet, dann sagen sie meistens, aber diese Art von Karriere, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht Chefredakteurinnen werden, wir wollen gar nicht in die erste Reihe, weil so wollen wir nicht leben. Wir wollen nicht so leben, dass die wesentlichen Sachen beim Bier ausgehandelt werden. Wir wollen nicht so leben, dass entscheidend ist, wie lange man sitzen bleibt. Wir wollen nicht so leben, dass es eigentlich immer nur um Seilschaften geht. Das ist ja das Gegenteil von Netzwerken, auch wenn es im Grunde genommen genauso klingt. Sondern wir wollen gerne verschiedene Sachen in unserem Leben unterbringen und uns nicht nur auf eins, nämlich die Karriere, konzentrieren. Und wenn man diese Diskussion führt, wenn man gleichzeitig weiß, wie erfolgreich für uns die Quotierung ist, man braucht sich, ich sage das jetzt mal sozusagen aus meinem Betätigungsfeld, man braucht sich ja nur mal anzugucken, wer ist eigentlich in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen für was zuständig? Das würde gar nicht reichen, wenn man sagt, das geht nur mit den sogenannten weichen Themen, weil wir sind einfach mehr als die Männer. Das ist ja ein Ergebnis der Quote. Und dass das nicht reicht und dass es dann eine Selbstverständlichkeit gibt, dass Frauen in allen Feldern sind, führt aber noch lange nicht dazu, dass es gleichzeitig die Selbstverständlichkeit gibt, anders zu arbeiten. Jetzt wird man sagen, gut, in der Politik ist es was Besonderes, aber ich glaube eben, wir sind überhaupt nicht so anders als andere, sondern unsere Arbeitswelt ist insgesamt so ausgestaltet, dass sie nicht familienfreundlich ist und Punkt. Wir reden den ganzen Tag von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und meinen damit im Grunde genommen, dass es organisatorisch hinzukriegen sein muss, dass man Vollzeit arbeitet, eigentlich noch ein bisschen mehr als Vollzeit, weil die Überstunde ist ja selbstverständlich und das Meeting um 17 Uhr ist selbstverständlich und die Besprechung ist selbstverständlich, die dann auch mal am Abend stattfinden muss
Und es ist natürlich auch selbstverständlich, dass man dann immer noch zwischendurch die Mails checkt und das wird man auch auf dem Spielplatz können. Das kann ja nicht so das Problem sein. Das ist aus meiner Sicht genauso schwer für Frauen wie für Männer, die verantwortlich sein wollen für ihre Kinder. Aber die Frauen haben immer das Gefühl, nicht immer das Gefühl, viele Frauen haben oft das Gefühl, ich will das nicht pauschalisieren, dass sie noch viel besser, noch viel verfügbarer, noch viel stärker darauf angewiesen sind, dass sie all das erfüllen, was von ihnen erwartet wird. Da sagen Männer schon eher mal, also liebe Leute, jetzt habe ich aber 2 Stunden, in denen ich nicht ans Telefon gehen kann, weil, und die werden beglückwünscht dafür, dass sie so verantwortungsbewusst für ihre Familie sind. Wenn die Frauen sagen, ich bin 2 Stunden nicht erreichbar, dann heißt es ja wieder typisch, auf Frauen kann man sich eben doch nicht verlassen, weil die haben Kinder oder die könnten ganz und gar welche kriegen. Das ist ja die größte Gefahr bei der Einstellung von Frauen. Und insofern glaube ich, wir müssen in unserer eigenen Politik sehr darauf achten, dass wir nicht nur sagen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt, dass die Kinder jederzeit wegorganisiert sind, sondern es heißt eben auch eine andere Form von Zeitpolitik. Wir haben heute eine kleine Sensation erlebt. Wir hatten ja unseren Mitgliederentscheid, Projekt 39, das kann ich mir nicht merken. Wir haben ja Schlüsselprojekte in unserem Wahlprogramm ausgemacht, 58 Stück an der Zahl. Man konnte 3 mal 3 wählen und hatte eine Jokerstimme. Und dann gab es in dem Bereich moderne Gesellschaft das Ergebnis, das erste Projekt war Betreuungsgeld abschaffen, Kita-Plätze einführen. Nee, das erste Projekt waren die Rüstungsexporte, die da auch dazu gehören. Das zweite war, also die Rüstungsexporte, die wir nicht mehr wollen. Das zweite war das Betreuungsgeld abschaffen, Kita-Plätze besser ausbauen. Das dritte war Rechtsextremismus. Und nur 50 Stimmen Unterschied gab es zu dem vierten Projekt. Das heißt nämlich Familien mehr Zeit geben, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle fördern. Wenn mich jetzt vorher jemand nach Prognosen gefragt hätte, hätte ich alles Mögliche gesagt, aber nicht, dass die Basis unserer Partei sagt, das ist ein sehr wichtiges Projekt, nämlich auf Platz 4 bei moderne Gesellschaft. Und das finde ich sehr spannend, weil das natürlich offensichtlich auch mit der Lebensrealität in unserer eigenen Partei zu tun hat und weil viele unserer Mitglieder das Gefühl hatten, 3.886 an der Zahl, so viele Stimmen waren es nämlich dafür. Das hat wahrscheinlich auch mit der Lebensrealität vieler zu tun, die erwägen, Bündnis 90 die Grünen zu wählen. Und insofern stelle ich erstmal fest, das ist nicht ein Thema, was irgendwie am Rande eine Rolle spielt, sondern eins, was ins Zentrum gehört. Und auch wir reden häufig darüber, wie wir Frauen möglichst verfügbarer machen für den Arbeitsmarkt. Aber über diese Frage der Familienzeiten reden wir nicht. Ich glaube übrigens auch, weil wir immer so ein bisschen die Sorge haben, dann kommen wir doch wieder in die Mutti-Gesellschaft. Aber wir sind längst in was ganz anderem. Wir sind längst in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles nur noch daran ausgerichtet ist, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und alles andere. Und da geht es nicht nur um die Zeit, die man mit den Kindern hat, wenn sie wach sind, sondern um vieles andere mehr. Soll keine Rolle mehr spielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das weder einer Gesellschaft noch dem wirtschaftlichen Erfolg auf Dauer gut tut. Ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, erfolgreiche Unternehmen wissen das inzwischen und agieren auch anders. Ein Beispiel will ich machen und damit erstmal diesen Teil abschließen. Bei der Deutschen Bank jedenfalls ist es selbstverständlich, dass man im Urlaub und in der Zeit, in der man nicht am Arbeitsplatz ist, seine E-Mails nicht abrufen darf. Punkt. Mich hat es genauso überrascht, aber auch genauso erfreut wie du, wie unsere Mitglieder sich entschieden haben. Und es passt zu den Erfahrungen, die wir hier bei Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben ja auch da bewusst ein Stück weit unser eigenes Leitbild in Frage gestellt, denn auch wir propagieren sehr stark das Leitbild der Karrierefrau, die ihre eigene Existenz sichern kann, die also auf jeden Fall ein existenzsicherndes Einkommen hat, möglichst Karriere macht. Lange Zeit war ja das frauenpolitische Hauptprojekt, das hat sich jetzt geändert allerdings, war die Quote für Aufsichtsräte und Vorstände. Und das ist natürlich, wenn man genau hinschaut, ein Projekt, das nur einem kleinen Teil der Frauen erstmal zugute käme oder die direkt davon betroffen wären. Und insofern
Insofern muss auch ich sagen, war ich ganz überrascht, als wir unsere eigene Programmatik quergebürstet und auf solche Probleme, auf solche Lebensrealitäten verwiesen haben, dass es tatsächlich so ist, dass es einfach eine wunde Stelle getroffen hat bei ganz unterschiedlichen Menschen, die da waren. Also das kann ich nur bestätigen. Insofern ermutigt uns das eher in diese Richtung weiterzugehen. Wir haben dann bei der letzten Veranstaltung, sind wir einen Schritt weitergegangen und haben diskutiert, dass wir eigentlich, um genau das, um diese Lebenszeit wieder zu schaffen, die Zeit mit der Familie, aber ich denke auch weiter, ich war auch bei einem großen Demografiekongress, wo es um die älter werdende, den demografischen Wandel und die alternde Gesellschaft geht, also auch aus der Perspektive von älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, die diesen Druck gar nicht mehr aushalten, dieses rund um die Uhr fit und verfügbar sein und so weiter, also oder auch aus der Perspektive von Leuten, wie wir es hier sind, die vielleicht neben ihrem Beruf sich auch noch politisch oder sozial engagieren und gesellschaftlich sinnvolle Dinge tun wollen. Also aus all diesen Perspektiven zusammengenommen sind wir letztendlich zu dem Fazit gekommen, ob wir nicht die Verteilung, ob der eigentliche Kern sozusagen nicht die Verteilung von Arbeit in unserer Gesellschaft ist. Und da geht es natürlich um die Frage der Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern. Nach wie vor, es ändern sich Dinge und ich weiß, dass auch hier einige der modernen Väter oder künftigen modernen Väter sitzen, aber es ist nach wie vor so, dass der Hauptteil der Fürsorge und Familienarbeit von den Frauen eben zusätzlich dann geleistet wird oder Frauen in Teilzeitarbeit sind, in prekärer Teilzeitarbeit wohlgemerkt, also in Minijobs oder so, weil sie mehr nicht hinbekommen oder natürlich nach Babypausen nicht mehr reinkommen, aber eben auch die Verteilung von Arbeit zwischen denen, die drin sind und oft mehr arbeiten, als sie es vielleicht wollen, aus all den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe, und denen, die draußen bleiben. Und insofern ist das für mich, siehst du das als unsere Spitzenkandidatin, dass das auch ein Thema ist, ein Thema für die Grünen, wie wir Arbeit anders verteilen und es tatsächlich gleichmäßiger verteilen in der Gesellschaft und zwischen den Menschen. Also ich will erstmal dagegen halten bei der Aussage, dass mit der Quote ist jetzt nicht mehr so ganz weit vorn. Weil ich glaube, dass die Einführung der Quote in Aufsichtsräten ein nach wie vor ganz wichtiges, zentrales, auch nicht nur symbolisches Thema in der Frauenpolitik ist und bleibt. Und du hast jetzt wahrscheinlich nur gemeint, dass es in den Projekten jetzt nicht nach vorn gewotet worden ist bei den Schwerpunkten. Aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also nicht unterschätzen, weil das eine der Fragen ist, die, glaube ich, auch viele andere ermutigt. Also wenn man oben anfängt, dann heißt es ja auch, es gibt die Chance, nicht an irgendeiner Stelle hängen zu bleiben. Wenn man oben anfängt, heißt es auch, die Männer in den Aufsichtsräten müssen tatsächlich sich Gedanken darüber machen oder in den Vorständen müssen tatsächlich sich Gedanken darüber machen, wer sind eigentlich die Frauen, die wir hier hinbekommen können und werden auch anders auf Kompetenzen von Frauen schauen und möglicherweise dann auch mal die Frage gestellt bekommen, ob die Art und Weise, wie solche Gremien arbeiten, eigentlich heute noch zeitgemäß und richtig ist. Und deswegen würde ich sagen, lass uns das nicht abwählen sozusagen, sondern wir brauchen auf jeden Fall beides. Und wenn wir über die Frage reden, wie kann man Arbeit anders verteilen, wie kann man Arbeitszeiten besser organisieren, dann würde ich sagen, das kann natürlich ganz schnell abgleiten in ein relativ elitäres Thema. Also der eine Hinderungsgrund in der Aufteilung der Arbeit und der Arbeitszeiten innerhalb der Familie ist natürlich, dass Frauen nach wie vor durchschnittlich 22% weniger verdienen als Männer. Und das mag Familien gehen, wo man das relativ frei entscheiden kann, weil es da nicht so drauf ankommt, weil die Einkommen insgesamt so hoch sind, dass man sich das leisten kann. Bei den allermeisten ist es aber so, dass man darauf gucken muss, wie kann eigentlich das Familieneinkommen insgesamt gewährleistet werden. Und dann wird man nicht sagen, dann bleibt halt derjenige zu Hause, der eigentlich deutlich mehr zum Familieneinkommen beisteuern kann als die andere. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich viele Familien haben in Deutschland, wo die einfach schlicht und ergreifend darauf angewiesen sind, dass beide voll arbeiten. Und wenn wir dann gemütlich, wie wir hier sitzen, darüber sprechen, dass man vielleicht Arbeit anders verteilen muss, dann heißt es zunächst mal auch, wie sind eigentlich die Löhne in Deutschland beschaffen? Und wir wissen um den Unterschied zwischen Frauen und Männern, wir wissen aber auch um den riesigen Niedriglohnbereich, bei dem gerade junge Frauen in hohem Ausmaß von betroffen sind. Junge Männer auch, aber gerade junge Frauen, die sollen mobil sein, die sollen bereit sein, für verdammt wenig Geld zu arbeiten, für
Manchmal, wenn sie ein abgeschlossenes Studium haben für Jobs, die man nicht als mehr bezeichnen kann als irgendwie ein besseres Praktikum, was die Bezahlung angeht, was die Erwartung an die Stelle angeht, aber eigentlich an eine, die selbstverständlich mit einem Hochschulabschluss nur bekleidet werden kann. Also insofern, das ist auch eine Frage von Lohnpolitik, das ist eine Frage, die wir selbstverständlich an Arbeitgeber und Gewerkschaften stellen müssen, aber zunächst mal muss man, glaube ich, auch so eine absolute Untergrenze einführen. Damit meine ich nicht die Lohnuntergrenze von Schwarz-Gelb, sondern ich meine den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Ich glaube, dass auch auf dieser Grundlage dann erst ganz anders über tarifliche Vereinbarungen geredet werden kann. Und deswegen nochmal, wenn man über andere Verteilung von Arbeit, über Teilzeitmöglichkeiten redet, dann hat es zwei Voraussetzungen, nämlich die Lohnangleichung zwischen Frauen und Männern und auch, dass man tatsächlich so viel verdient, dass man den Lebensunterhalt dann auch gemeinsam für die Familie sichern kann, auch wenn möglicherweise beide in Teilzeit arbeiten. Das heißt, wenn man über eine andere Verteilung von Arbeit spricht, dann muss man genau genommen auch über eine andere Verteilung von Arbeitseinkommen sprechen. Ja, definitiv. Also ich meine, das ist jetzt nichts, was man staatlich verordnen kann. Darum geht es ja nicht. Aber dass man Lohngleichheit durch ein Gesetz herstellen kann, ist das eine. Völlig klar und selbstverständlich. Und dass man bei der eigenständigen Absicherung von Frauen auch weiterkommt, wenn nicht nur klar ist, es gibt eine Garantierente im Alter, davon sind ja vor allem, also von Altersarmut, sind ja vor allem Frauen in Klammern in Westdeutschland betroffen, wenn man sich mal anschaut, worauf das in den nächsten 20 Jahren hinausläuft. Aber dazu gehört eben auch, dass man überhaupt mal einen Lohn hat, von dem man leben kann und von dem man dann ein Mindestmaß an Altersvorsorge auch gewährleisten kann. Es bringt mich zu dem zweiten Komplex, den ich ansprechen wollte, bevor wir dann um die Intervention von außen bitten. Und zwar ist das ganze Stichwort Wahlfreiheit. Welche Rollenbilder vermitteln wir eigentlich? Ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, dass wir ja sehr stark auf jeden Fall berufstätige, und zwar Vollzeit erwerbstätige Karrierefrau als unser Leitbild setzen. Nicht explizit, aber das ist das, was wir implizit vermitteln, sodass man schon böse fragen könnte, ob eigentlich nur eine arbeitende Mutter eine gute Mutter ist. Und die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich, wie gehen wir mit Menschen um, nicht nur Frauen, aber in dem Fall jetzt eben Frauen, die tatsächlich anders leben wollen, etwas anderes wählen wollen, als das, was wir aus guten Gründen, weil wir nämlich wissen, dass das Alleinernährermodell nicht mehr funktioniert, weil wir wissen, dass den Frauen Altersarmut droht. Ich sage das jetzt hier trotzdem mal, dass es Frauen gibt, die womöglich andere Lebensentscheidungen getroffen haben oder treffen. Und wir hatten, ja, insofern, wir kämpfen zu Recht gegen das Betreuungsgeld. Das hat es übrigens auch geschafft, bei den Schlüsselprojekten auf einen der Top-Plätze zu kommen, dass wir das auf jeden Fall abschaffen wollen. Aber ich habe mich zum Beispiel immer ein bisschen dran, bin immer drüber gestolpert, wenn wir dann von der Herdprämie gesprochen haben, weil ich eben schon seit Jahren dann Anrufe bekomme von Bürgerinnen, die sagen, eher aus dem Süden der Republik, aber dennoch, auch für die sind wir da, die dann sagen, aber Entschuldigung, ich habe drei Kinder großgezogen und da konnte ich nicht mehr arbeiten und ihr erkennt meine Lebensleistung nicht an und so weiter und so fort. Und die Frage ist ein Stück weit, wie gehen wir damit um, wenn Leute anders leben und wenn wir in diese Richtung wollen, die du zu Recht beschrieben hast, dass wir also nicht mehr wollen, dass Frauen in prekären Jobs sind und so weiter und so fort, dann wir haben ja auch eine ganze Reihe von Strukturveränderungen. Wir haben vor, den Rahmen zu verändern, damit Frauen nicht zu Hause bleiben, damit Frauen arbeiten. Das Abschaffung, Abschmelzen des Ehegattensplittings ist ein Beispiel dafür. Das begründen wir unter anderem auch damit, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass Frauen arbeiten, damit sie nicht in die Altersarmut fallen und so weiter. Der Grund ist total gut. Die Frage ist nur, gehen wir da nicht ein Stück weit manchmal den zweiten Schritt vor dem ersten, indem wir nämlich eine Leistung, die Lebensform, in denen Familien sich nun mal eingefunden haben, praktisch, die diesen Rahmen verändert, ohne dass deswegen die Frauen schon all diese tollen Jobs vorfinden, die ihnen dann eben zum Beispiel es ermöglichen würden, wirklich ihre Existenz zu sichern oder sogar einen Teilzeitjob zu haben, um noch weiter zu gehen, einen gut bezahlten. Jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage, aber ich versuch mal vorne anzufangen, beim Betreuungsgeld nämlich. Also wer der Meinung ist, dass die Leistung von Frauen, die ein, zwei, drei Kinder erziehen, mit 100 oder 120 € im Monat anerkannt wäre,
der macht, glaube ich, auf eine Art und Weise eine Diffamierung der Leistung dieser Frauen, die ich jedenfalls nicht akzeptieren will. Also Betreuungsgeld ist nicht Leistungsanerkennung. Das Zweite, ich plädiere vehement dafür, dass Wahlfreiheit erst entsteht, wenn wir tatsächlich so viele Kita-Plätze haben in einer Qualität, wo man nicht im Job Angst haben muss, was eigentlich, oder Sorge, Angst vielleicht nicht, aber Sorge haben muss, was eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern passiert, dass man sagen kann, ich wähle tatsächlich. Ich wähle erstens, wenn, dann die Kita aus, die zu meinem Kind passt und nicht die, wo ich nach 60 Bewerbungen und 2 Castings möglicherweise gewonnen habe. Und ich kann die Zeit einteilen und ich kann auch tatsächlich sicher sein oder jedenfalls das Gefühl haben, dass es gut funktioniert. Erst dann haben wir wirklich Wahlfreiheit. Deswegen finde ich alle, die dann immer sagen, ja, ihr wollt ja die Frauen zum Arbeiten verdonnern, indem ihr sagt, man braucht für alle Kita-Plätze und man schafft das Betreuungsgeld ab. Die haben jedenfalls nicht verstanden, was mit Wahlfreiheit gemeint ist. Das muss man natürlich auch andersrum sagen, wenn wir Wahlfreiheit proklamieren, dann müssen wir beides akzeptieren, den einen wie den anderen Weg. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne dabei bleiben, zu sagen, es geht nicht darum, alle dazu zu verdonnern, tatsächlich Vollzeit zu arbeiten und nur kurze Pausen im Erwerbsleben zu haben, aber es geht schon darum, klarzumachen, was das für Konsequenzen hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer Klarheit über diese Konsequenzen gibt. Ich glaube, wir reden darüber zu wenig. Manchmal kommt mir das auch vor wie eine relativ romantische Entscheidung darüber, wie man sich das Leben vorzustellen hat. Deswegen, diese Klarheit muss herrschen und zwar von Anfang an. Und dann würde ich sagen, natürlich akzeptiere ich das. Es gibt ja häufig Frauen, die sagen, jetzt habe ich meine ersten 3 Karriereschritte gemacht. Ich bin jetzt Mitte 30 und ich finde es eigentlich ganz prima, dass ich jetzt mal 1, 2 oder 3 Jahre mich mit diesem Kind beschäftige. Das akzeptiere ich, muss ich auch akzeptieren. Würde jetzt mal von mir selber sagen, mir ist dabei sehr langweilig geworden, weil ich dafür nicht ausgebildet bin, Bauklötze aufeinander zu bauen und dabei Spaß zu haben und Kindern auf die Art was beizubringen ist. Aber ich würde erstmal sagen, ja, das akzeptiere ich und rede auch nicht von Herdprämie oder irgend sowas. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht, dass wir sagen, ihr könnt gerne zu Hause bleiben oder ihr könnt gerne Vollzeit arbeiten. Das ist auch noch nicht Wahlfreiheit. Sondern Wahlfreiheit ist, wenn man tatsächlich sagen kann, ja, ich möchte beides miteinander verbinden, aber zu meinen Bedingungen. Und nicht hopp oder top, nicht zu den Bedingungen, die mir ein Arbeitgeber als einziges stellt. Wir haben das Recht auf Teilzeit, wir brauchen aber auch das Recht auf Rückkehr in Vollzeit und zwar in den Job, den wir verlassen haben und nicht nur in irgendeinen. Und das gehört dann auch dazu. Also das ist dann wieder irgendwie Politik und Gesetzgebung und so weiter. Also ich glaube, es geht nicht nur um das Reden über Wahlfreiheit, wo man dann ganz schnell dabei landet zu sagen, ja, ihr könnt auch gerne zu Hause bleiben. Weil die Frage natürlich bleibt, ist man dann auch wieder bei der Unterversorgung mit Kita-Plätzen in der entsprechenden Qualität, wenn man sagt, aber wir haben ja so und so viele Frauen, die sich so entscheiden wollen, und schiebt man es am Ende dann wieder den Frauen zu, dass sie sagen müssen, ja, ich will ja eine gute Mutter sein und das bedeutet für mich, ja, ich will ja dafür sorgen, dass etc. Ich würde erstmal gerne haben, dass wir diese Diskussion auch mit den Männern führen und fragen, warum ist es eigentlich nach wie vor so, dass die allermeisten Männer nur genau die Zeit, Elternzeit nehmen, die auch tatsächlich ihnen vorgegeben ist, gerne noch ein Buch schreiben in der Zeit oder über die Zeit oder jedenfalls so viel darüber reden, dass sie immer zu bewundert werden. Und also wenn wir so weit sind, dass das selbstverständlich ist, wenn wir so weit sind, dass wie in manchen nordeuropäischen Ländern man um 17 Uhr als Mann am Arbeitsplatz gefragt wird, ob man eigentlich nichts anderes zu tun hat, wenn man immer noch hier sitzt, dann können wir über das andere und über die Wahlfreiheit, es auch anders zu entscheiden, glaube ich, anders reden, als wir das heute tun. Ich habe den Eindruck, dass es heute oftmals auch eine Ausflucht, weil wir lange noch nicht da sind, wo wir sein müssen, was die Kinderbetreuung angeht. Und die sagen, ich bleibe gern zu Hause. Da würde ich schon immer gern noch mal nach den Beweggründen fragen.
Also ein Beweggrund höre ich jedenfalls ganz oft, dass Kinderbetreuung in Deutschland nicht so ist, dass man sagt, ich bin da ganz sicher, dass da genau das Richtige passiert und dass es so gut ist, dass ich auch in aller Ruhe gleichzeitig arbeiten kann. Und da finde ich, müssen wir erstmal noch eine ganze Menge Voraussetzungen schaffen und würde das eher umdrehen, also die Voraussetzung und die Wirkung. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne, weil ich annehme, dass es jetzt schon längst erste Leute gibt, die auch gerne was beitragen würden, ich würde jetzt gerne unsere drei Interventionen bitten, sich zu uns zu setzen. Und die Frauen, die die Intervention machen, sie bitten, sich zu uns zu setzen. Vielleicht einfach genau. Vielen Dank. Und dann fange ich vielleicht einfach mit Frau von der Bay links von mir an und würde Sie eben fragen, aus der Sicht der Leiterin eines Existenzgründerinnenzentrums, die sehr viel mit Selbstständigkeit und Existenzgründerinnen zu tun hat, wie stellt sich die Problematik, die wir hier diskutiert haben, auch die Vereinbarkeitsproblematik, wie stellt sich das alles aus Ihrer Sicht dar? Was haben Sie auch uns mitzugeben? Vielen Dank. Ja, danke für die Möglichkeit, hier auch was zu den Gründerinnen zu sagen. Ich habe vier Karten für 5 Minuten. Mal gucken, ob das klappt. Das Erste, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine Zunahme der selbstständigen Frauen. Und eigentlich wundern wir uns darüber, weil die Rahmenbedingungen sind super schlecht. Frauen erfahren strukturelle Benachteiligung, wenn sie sich selbstständig machen, weil der normalen Wirtschaftsförderer oder Gründungsförderer immer noch den Mann im Blick haben als Regelgründer, der im MINT-Bereich gründet, viele Angestellte hat und ganz selten im Blick haben, was aber eigentlich tatsächlich heute bei Männern und Frauen der echte Regelfall ist, und das ist die Solo-Selbstständigkeit. Also immer mehr Menschen gründen ganz alleine, wenn sie sich selbstständig machen, und da haben die Frauen deutlich schlechtere Karten. Zumal bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern Existenzgründung häufiger eine Lebensabschnittsentscheidung ist, also zwischen zwei Jobs oder zwischen Familienpause und Job oder vor dem Wiedereinstieg oder eben als Überbrückung von Arbeitslosenphasen. Und das können die Wirtschaftsförderer gar nicht verstehen, und da greifen also diese ganzen Förderprogramme, die wir haben, nicht. Auch Teilselbstständigkeit, Nebenerwerbsselbstständigkeit, also Teilzeitlösungen sind bei Frauen deutlich häufiger anzutreffen als bei Männern und werden eigentlich gar nicht berücksichtigt, wenn es um Wirtschaftsförderung oder Existenzgründungsförderung gibt. Schwierigkeiten haben Frauen zusätzlich dadurch, dass sie über weniger Geld verfügen, wenn sie sich selbstständig machen. Sie haben schon, wenn sie vorher angestellt waren, weniger Einkommen, können also weniger Geld beiseite legen, um dann Eigenkapital zur Existenzgründung zu haben. Es gibt so wunderbare Zahlen, dass der Finanzmittelbedarf von 80% der Frauen, die sich heutzutage selbstständig machen, bei unter 5.000 Euro liegt. Und sie glauben mir sofort, wenn ich sage, das gibt keine Bank, weil da verdienen die nichts dran. Das heißt, Frauen haben größte Probleme, ihre Gründungsvorhaben zu finanzieren, sind sehr auf Mikrokredite angewiesen zum Beispiel. Da gibt es jetzt den Fonds der Bundesregierung für Mikrokredite, der soll aber zum Jahresende wieder beendet werden. Und wir fragen uns immer, wie die sich das vorstellen, weil das wirklich so manche Idee von Selbstständigkeit bei Frauen verhindert. Und trotzdem gründen die Frauen. Und wir fragen uns immer, warum. Und wir identifizieren hier in der Weiberwirtschaft, vielleicht muss ich dazu nochmal sagen, wir haben hier am Standort ungefähr 70 Unternehmen in Frauenhand, sind aber in der Tochterorganisation Gründerinnenzentrale dafür da, in Berlin Orientierungsberatung für Frauen zu machen, und haben da ungefähr 1.700 Kunden pro Jahr. Und aus den Erfahrungen mit diesen Frauen kann ich sagen, es gibt so eine Drittelung. Warum machen Frauen sich selbstständig? Ein Drittel macht es, um Arbeitslosigkeit zu entgehen oder drohende Arbeitslosigkeit zu entgehen, also weil sie keine Chance mehr auf dem regulären Arbeitsmarkt für sich sehen. Ein Drittel gründet, weil sie das immer schon mal machen wollten und weil sie sich vorstellen, dass sie da durch selbstbestimmte Arbeit ihre eigenen Ideen umsetzen können. Und das letzte Drittel ist in diesem Zusammenhang möglicherweise das Spannendste, weil wir erleben hier zunehmend Frauen, die gründen, weil sie in der abhängigen Beschäftigung unglücklich sind. Entweder weil sie an die
Decke stoßen. Man sagt ja jetzt nicht mehr gläserne Decke, sondern Firewall. Das ist was Gemachtes. Ne? Also sie stoßen an die Firewall und können nicht weiter aufsteigen und sagen sich irgendwann, was mein Chef da verbrockt. Das kann ich allemal besser. Und dann machen sie sich selbstständig. Oder der andere Grund, weshalb sie da total unglücklich sind, ist in der Tat Vereinbarkeit. Ich habe hier Gründerinnen im Gründerinnenzentrum, die erzählen mir, ich hatte keinen Bock, meinem Chef zu erklären, dass ich das Dritte kriege. Das ging nicht. Das wollte der irgendwie, der war schon beim zweiten irgendwie komisch drauf und dann habe ich beschlossen, ich mache mich selbstständig, dann kann ich selber entscheiden, wann ich arbeite, meine Mails kann ich nachts beantworten und kann mich nach dem Rhythmus meiner Kinder richten. Und nach meinen Erfahrungen machen diese Frauen, die haben auch man hat ein Wort dafür gefunden, die heißen Mumpreneurs, ein amerikanisches Wort, machen die das super erfolgreich. Also das sind in der Regel Frauen, die ich wirklich sehr bewundere, die dann einfach ihren eigenen Rhythmus finden und häufig dann in der Tat teilselbstständig oder sind und das nicht den ganzen Tag machen und mit 60 Stunden, sondern nach ihrem eigenen Rhythmus. Dazu vielleicht noch passend, es gibt eine Studie von der KfW, wie zufrieden Menschen sind mit dem, was sie so tun beruflich. Und interessanterweise sind die selbstständigen Frauen die zufriedensten. Die sind zufriedener als die angestellten Frauen und die sind zufriedener als die selbstständigen und angestellten Männer. Das fand ich super interessant. Und da spielt sich ja auch insgesamt eine Rolle bei, weshalb Frauen sich denn nun, was sie sozusagen erwarten von ihrer Selbstständigkeit, welche Ziele sie damit verfolgen. Und da unterscheiden sie sich nach unseren Erfahrungen und auch einigen Studien deutlich von den Männern, weil Frauen gründen nicht, um viel Geld zu verdienen. Das ist irgendwann so ein Grund, so an vierter, fünfter Stelle, aber eigentlich haben die erstmal eine andere Motivation. Die wollen Work-Life-Balance hinkriegen, die wollen Familie und Beruf unter einen Hut kriegen, die wollen gesellschaftlichen Nutzen erbringen mit dem, was sie da tun in ihrem Unternehmen. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt eine deutlich größere Rolle als bei den Männern. Und dann wollen sie natürlich auch Geld verdienen. Aber das hat nicht die erste Priorität und das hören wir sehr häufig von den Frauen, dass sie sagen, naja, Geld verdienen ist nett, aber das ist nicht mein erster Grund. Das hört sich jetzt sehr privilegiert an und ist es letztendlich auch, denn wir erleben leider als Rückseite dieser Medaille, dass immer mehr Existenzgründerinnen von prekären Einkommensbedingungen betroffen sind, dass Frauen super wenig verdienen, wenn sie selbstständig sind. Ich habe letzte Woche gehört, in Bremen hat man das untersucht, was verdienen die Bremer selbstständigen Frauen so als Jahreseinkommen und ist auf die Zahl von 29.000 Euro gekommen, brutto. Das ist sehr, sehr wenig. In Berlin haben wir leider keine vergleichbaren Zahlen, bundesweit glaube ich auch nicht. Aber das ist sozusagen die Kehrseite. Der Einkommensunterschied bei selbstständigen Frauen hin zu selbstständigen Männern ist bei 34%, also größer als in der abhängigen Beschäftigung. Und an dieser Stelle wünschen wir uns als Vertreterin von Existenzgründerinnen, dass Frauen mehr Unterstützung bei der Orientierung und Qualifizierung bekommen, wenn sie sich selbstständig machen, aber auch bei der Finanzierung von Kleinstvorhaben, bei der Vernetzung und beim Wachstum von Unternehmen. Weil das ist ein großes Thema, wo Frauen noch viel nachholen könnten, wenn man sie ließe. Vielleicht soweit. Vielen Dank. Ich würde am liebsten, ich gebe gleich weiter an Antje Schmelcher, die, glaube ich, auch schon Lebensentscheidungen aus ähnlichen Gründen getroffen hat und vielleicht noch mal stärker zurückkommt auf die Perspektive und auch auf meine Provokation am Anfang, auf die Katrin klugerweise nicht eingegangen ist, ob nur die arbeitende Mutter eine gute Mutter ist. Ja, vor dem Hintergrund finde ich interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie nämlich meinten, Sie würden die Mütter, die zu Hause bleiben, doch gerne mal fragen, warum sie zu Hause bleiben. Und da schwang für mich einerseits mit, dass die Frauen ja eben denken könnten, die Kinderbetreuung ist zu schlecht oder dass sie irgendwie so ein bisschen fliehen oder so. Aber es schwang für mich eben nicht mit, dass es vielleicht auch das Bedürfnis gibt von Frauen. Okay, aber jedenfalls, also ich glaube schon, dass es so ein gewisses neues Denkverbot gibt, dass wir, es gibt auch dieses Buch, wie viel Mutter braucht das Kind? Und ich glaube, wir fragen uns immer nur, wie lange können wir eigentlich unser Kind abgeben, ohne dass es ihm schadet? Aber so die umgekehrte Frage, wie viel Kind will ich eigentlich als Mutter, das ist, glaube ich, sehr marginalisiert worden. Und ich meine, ich bin jetzt schon seit 12 Jahren Mutter. Ich habe es auch immer vermieden, drüber zu schreiben, weil ich das nämlich genauso putzig finde, wie wenn die Männer das tun in Elternzeit. Ja. Und das eine Negativbeispiel war immer die
Es gab ein Buch, das hieß Mein Jahr als Hausfrau. Und das zweite Buch dieser Journalistin hieß dann Mama Solo. Also dachte ich, vielleicht nicht so gut, über sowas zu schreiben. Aber ich habe eine Reportage über Ritalin geschrieben. Und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, über Ritalin. Ritalin ist dieses... dieses Mittel, das eben so Kinder putscht oder auch beruhigt. Und die Zahlen zu Ritalin sind eben so, dass 1993 noch 40 Kilo pro Jahr an Kinder gegeben wurden und wir jetzt bei 2 Tonnen, also 2000 Kilo Ritalin an Kinder in Deutschland pro Jahr gegeben werden. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sich die Kinder so schnell verändern, sondern eben, dass es die Umstände sind. Und ich habe bei diesen Recherchen Familien getroffen, die wirklich unter Druck stehen, in Not sind, ganz besonders bei Alleinerziehenden, und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass Eltern so schnell die Solidarität mit ihren Kindern aufgeben und die eben wirklich jahrelang unter solche Psychopharmaka setzen, und bin irgendwie drauf gekommen, dass ich glaube, dass die Gesellschaft auch die Solidarität mit vielen Müttern aufgegeben hat. Und jetzt komme ich zum Thema Wahlfreiheit. Also ich glaube, das proklamieren ja alle für sich, dass sie die Wahlfreiheit haben. Und Wahlfreiheit, da muss man sich eben fragen, gibt man den Frauen eher Geld oder gibt man ihnen Zeit? Und die Art und Weise, wie jetzt das Elterngeld eingeführt wurde, war eben so, dass man einer ausgewählten Gruppe von Frauen, die sowieso schon, glaube ich, sehr privilegiert sind, 5 Milliarden gegeben hat und die nach einem Jahr schnell wieder arbeiten. Es sind ja eigentlich auch nur 10 Monate. Ne? Aus drei Jahren Erziehungszeit sind jetzt plötzlich 10 Monate geworden. Und wer studiert, wer jünger ist oder wer Hartz-IV-Empfängerin ist oder Verkäuferin ist, kriegt wesentlich weniger als vorher, nämlich nur 300 Euro im Monat. Und dass das dazu geführt hat, dass für die Arbeitgeber diese festangestellten Frauen auch schneller verfügbar sind und dass sich tatsächlich seit 2007 die Babyzeit, die Frauen nehmen, um die Hälfte verringert hat. Und ich glaube, man muss auf beides achten. Also man muss darauf achten, dass die Arbeitgeber Frauen nicht über solche Schienen noch mehr unter Druck setzen können. Und man muss auch darauf achten, dass Frauen, die sich eben mehr Zeit nehmen wollen, diese Zeit auch bekommen. Und das habe ich leider nicht mitgenommen, weil das glaubt mir keiner. Es gibt ein Papier vom Oktober 2006 von Frau von der Leyen, das heißt Wachstumseffekte einer bevölkerungsorientierten Familienpolitik. Und das wurde unterschrieben vom DIW und vom BDI. Und darin heißt es, schreibt Frau von der Leyen, das Sozialprodukt könnte durch die Steigerung der Vollzeiterwerbsarbeit von Frauen und durch ihre Geburtenpolitik in den nächsten Jahrzehnten um ein Viertel gesteigert werden. Und zwar soll die Geburtenrate dadurch im Jahr 2014 bei 1,7 Kindern liegen. Und die Forderung war also, wir sollen gleichzeitig mehr arbeiten und mehr gebären. Und das finde ich vielleicht eine Zumutung. Und es ist ja auch nicht eingetreten. Also. und jetzt muss man sich eben fragen, warum entziehen die Frauen sich dem? Warum haben sie das Elterngeld im Grunde nicht angenommen? Man könnte sagen, auch ohne Elterngeld hätten sie vielleicht nicht mehr Kinder geboren, aber jedenfalls haben sie es mit auch nicht getan. Und ich war am Freitagabend in der Akademie der Wissenschaften und da hat eine junge Soziologin was ganz Interessantes gesagt. Die meinte nämlich, sie glaubt, dass bei den ersten beiden Kindern das Geld nicht die ausschlaggebende Rolle spielt. Sehr wohl beim dritten, da rechnet man dann und braucht vielleicht ein neues Auto und so weiter. Aber jedenfalls meinte sie, hat sie das festgemacht an der Kinderzahl von Lehrerinnen. Und zwar sind unter den Akademikerinnen die Lehrerinnen die, die am meisten Kinder haben. Und sowohl die Frauen, die mehr verdienen, als auch die, die weniger verdienen, unter den Akademikerinnen haben weniger Kinder als Lehrerinnen. Und diese These, dass es vielleicht eben nicht nur das Geld ist, sondern auch die Zeit, bestätigt eine aktuelle Umfrage vom Statistischen Bundesamt, also jetzt wenig ideologieverdächtig. Die haben nämlich Mütter gefragt, Februar 2013 war das, die haben gefragt, welchen Einfluss der Mangel an Betreuungsmöglichkeiten darauf hat, dass sie keine Arbeit suchten. Und da steht dann, ich zitiere, die Antwort ist vergleichsweise schlicht, häufig keinen. Für 70% der nicht erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 15 Jahren hatte im Jahr 2011 die Betreuungssituation keinen Einfluss auf die Entscheidung, keine bezahlte Tätigkeit zu suchen. Das finde ich zumindest interessant. Es wurde relativ wenig zitiert. Es passt gerade nicht so richtig in den Trend. Und dann mache ich noch was Zweites aus. Und zwar glaube ich, dass das Elterngeld eher ältere Mütter anspricht. Also, oder beziehungsweise das Elterngeld verschiebt die Entscheidung für ein Kind relativ weit im Lebenslauf nach hinten. Und das wird auch von feministischer Seite sehr stark propagiert. Also die jetzige Emma hat ja das Thema Mutter mit 50 plus. Und da werden jüngere Mütter also relativ schlecht geredet, so nach dem Motto, ja, wie lange wollen wir uns eigentlich um unsere Kinder kümmern? Ist doch jetzt wurscht, wenn wir dann gehen und die sind erst 20. Und also das finde ich sehr tendenziös. Und eigentlich jüngere Mütter, Studentinnen und so weiter, kriegen nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Anerkennung oder gelten schneller als prekär, als das früher vielleicht war.
Und ich glaube eben, dass man bei dieser Gestaltung den Faktor Zeit überhaupt nicht vergessen darf, denn wann das Bedürfnis in uns reift, ein Kind zu bekommen, hängt ja auch davon ab, wann wir den Partner dazu treffen, mit dem wir das wollen. Oder ja, das hängt von so vielem ab. Das kann man, glaube ich, nicht immer so in diese berufliche Lebensplanung einbauen. Das kann auch einfach passieren. Und ich glaube deswegen, dass man die Familien unterstützen sollte. Und ich glaube deswegen auch, dass man, weil bei, ich glaube, in den Familien funktioniert nämlich die Vereinbarkeit von beidem. Ich glaube, dass die Frauen, die versuchen selber alles zu vereinbaren, die laufen sich tot, wie der Hase vor den zwei Igeln, ne, der das alleine einfach nicht schafft und sich immer wundert, wie das die anderen hinkriegen. Und ich glaube deswegen, dass die Abschaffung des Ehegattensplittings keine wirklich gute Idee ist. Weil ich glaube, dass wie man sich, also erstmal glaube ich, Elternschaft ist kein Rollenbild, sondern die ist nicht verhandelbar, das ist eine Lebensaufgabe. Und wie man in der Beziehung das aufteilt, also ich glaube, selbstverständlich können Männer die Kinder betreuen und die Mütter können arbeiten gehen. Und ich glaube auch, dass die 34.000 neuen Lebenspartnerschaften, die Gleichgeschlechtlichen, hoffentlich an der Seite von Müttern stehen und sagen, wir wollen auch das Splitting. Das zeigt ja, dass es keinen Rollenzwang gibt. Aber glaube ich, dass es dass die Familien sich selbst organisieren sollen dürfen, weil sonst werden die werden oft so als als ob sie gesponsert werden müssten, dargestellt. Also die Julia Klöckner von der CDU, die wollte solche Familienzentren einrichten mit Familienlotsen und Frau Schröder wollte uns umsonst Putzhilfen zur Verfügung stellen, als ob Familien so ein bisschen bescheuert wären. Und ich glaube schon, dass die sich selbst ganz gut organisieren können. Und ich wollte noch aus dem Mikrozensus ein paar Zahlen vorlegen. Und zwar den Vergleich zwischen dem, was Alleinerziehende schultern und dem, was Familien schaffen. Und zwar sind 60% der insgesamt 1,4 Millionen alleinerziehenden Mütter in Deutschland sind erwerbstätig. Und 58% der Mütter in Paarfamilien ebenfalls. Die Zahlen sind ganz ähnlich. Aber die Alleinerziehenden arbeiten zu 42% in Vollzeit, ne, neben der Kindererziehung. Und die Paarmütter nur zu 27%. Die Alleinerziehenden beziehen zu 41% Leistungen aus der Grundsicherung. Paare mit Kindern nur zu 8,7%. Und alleinerziehende Mütter sind zu 36% armutsgefährdet, während Paare mit Kindern nur zu 8% armutsgefährdet sind. Und ich glaube, das kann man natürlich alles so oder so interpretieren, aber ich glaube schon, das spricht dafür, dass die Vereinbarkeit in Familien ganz gut möglich ist. Okay, ich glaube, es gibt allmählich genügend Diskussionsstoff und wir fügen jetzt aber auch gleich noch das Statement von Frau Buhls dazu. Was sagen Sie als Lobbyistin in Sachen der Frauen praktisch zu dem, was wir tun, zu dem, was wir tun sollten und auch zu dem, was wir hier diskutiert haben, insbesondere Thema Arbeit, Arbeit verteilen, Zeit, mit Zeit anders umgehen. Ja, also zu dem, was hier schon gesagt wurde, da fällt mir eigentlich eine Menge ein. Das kann ich jetzt nicht alles sagen, so viel Zeit ist nicht. Ja, schade, finde ich auch. Aber zu der Wahlfreiheit, also diese Debatte ist ja gar nicht neu. Also ich war in den 70er Jahren in dem Alter, wo ich hätte Kinder haben können. Zu der Zeit war es ganz selbstverständlich, dass den Frauen nahegelegt wurde, also auch ganz ausdrücklich, man möge sich entscheiden zwischen Beruf und Familie. Das war völlig klar. Es wurde überhaupt nicht diskutiert, dass etwas anderes möglich war. Es gab zu der Zeit zum Beispiel gar keine Teilzeitarbeit. Es gab im Westen auch überhaupt gar keine Kinderbetreuung. Also das hieß, wenn du ein Kind kriegst, ist es klar, du bleibst zu Hause und bist fortan Mutter. So. Und insofern finde ich, dass wir schon richtig viel geschafft haben heute in der politischen Debatte. Und darauf können wir auch sehr stolz sein. Und dazu tragen auch viele Frauen bei, die eben in der Politik tätig sind. Unter anderem auch das, was wir hier heute diskutieren, nämlich das, was die Grüne Partei macht. Es gibt aber auch eben Frauen, die anderweitig tätig sind. Falls irgendjemand von Ihnen mal Gelegenheit hat, Frau Dr. Nikuta zu hören. Das ist die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe. Die habe ich nämlich gerade am Samstag gehört und die hat nämlich gesagt, also viele der Dinge, die hier heute zitiert worden sind,
Das ist einfach Ausgrenzung gegenüber den Frauen. Sie lernt es auch, hat das auch kennengelernt. Und ihr Rückschluss war, ich muss als Frau ganz oben ankommen. Erst dann bin ich in der Lage, tatsächlich etwas für die Veränderung der Situation zu tun. Und sie hat selber 4 Kinder. Das ging ja damals durch die Presse. Polin mit 3 Kindern übernimmt BVG, war damals in der Zeitung. Und sie hat jetzt daraufhin festgestellt, nicht nur sie findet es richtig, dass um 18 Uhr die Vorstandsarbeit beendet ist, sondern auch noch ihre beiden männlichen Mitkollegen. So. Und dass das also Wirkung zeigt, sehen wir daran. Wir sehen auch, dass eben diese Debatte um Vereinbarkeit, um Quote, dass das nach wie vor nötig ist und dass wir das weiter verfolgen müssen. Und damit komme ich auch zu dem, was meine Aufgabe sein sollte. Frau Dr. Podern hat mich nämlich gebeten, zu dem Wahlprogramm ein paar Sätze zu sagen. Ich hatte vor einiger Zeit schon Gelegenheit, das mit dem Grünen Bundesfrauenrat zu diskutieren. Und diese Punkte, die wir da angesprochen haben, die wollte ich hier mal kurz vorstellen. Also zum einen ist es so, dass hier in diesem Wahlprogramm aus meiner Sicht ganz deutlich erkennbar ist, wie gut die Partei mit Frauen durchstrukturiert ist. Dass also ganz viele Punkte, man findet die wirklich im Einzelnen, sehr deutlich machen, dass da die Sichtweise von Frauen einfließt. Das ist eindeutig, insbesondere wenn man viele Sachen vergleicht mit Punkten aus anderen, von anderen Parteien, kann man nur sagen, es ist eine gute Idee, so eine Quote zu haben, eben auch in solchen Entscheidungsgremien und die auch tatsächlich einzuhalten, sowohl in der Besetzung von Gremien als auch eben in der Möglichkeit, solche Inhalte zu beeinflussen. So, und mein Thema, womit ich mich ziemlich lange schon beschäftige, das ist die eigenständige Existenzsicherung von Frauen und die soziale Sicherung. Dazu gehört eben Rente, Krankenkasse, Altersarmut, Pflegeversicherung und sowas. Und da hatte ich jetzt einige Punkte gefunden, die ich nochmal ein bisschen kommentieren möchte. Und der Bezug auch zu der jetzigen Debatte, daraus ist, es wurde hier mehrfach irgendwie über Freiwilligkeit gesprochen. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die freiwillige Entscheidung von Frauen für irgendetwas heute nach wie vor nicht vorhanden ist. Also es ist, wir werden durch Rahmenbedingungen zu bestimmten Entscheidungen, also nicht gezwungen, aber geleitet. Wenn man das etwas weiter verfolgen möchte, dann wäre es ganz gut, den Gleichstellungsbericht mal zu lesen. Die 20 Seiten Zusammenfassung genügen schon, das mal anzugucken. Der Gleichstellungsbericht stellt fest, dass wir in Deutschland eine Politik, eine Frauen- und Gleichstellungspolitik haben, die eigentlich kein Leitbild hat. Und die überhaupt nichts vorgibt und weder sagt, eine Frau sollte Erwerbstätigkeit ausüben oder sie sollte Mutter sein oder sie sollte das oder das. Das führt dazu, dass letztendlich für alle Lebenslagen wir gesetzliche Regelungen haben. Und es führt auch dazu, dass die Entscheidungen, die häufig getroffen werden, oftmals in Zusammenarbeit mit dem Partner, dann aber im weiteren Lebensverlauf dazu führen, dass die Folgen davon allein die Frau trägt. Das ist wissenschaftlich an verschiedenen Stellen nachgewiesen. Dem stimme ich hundertprozentig zu, auch aus meiner beruflichen Erfahrung. Und das, was wir brauchen, was also eine Aufgabe auch unbedingt für die nächste Bundesregierung ist, ist, dass wir dieses Leitbild, dem die jetzige Bundesregierung ja zugestimmt hat, dass wir es auch ernst nehmen und dass wir sozusagen für das, was Vereinbarkeits-, Frauenpolitik, Sozialpolitik angeht, dass wir da tatsächlich mal irgendwo einen Kristallisationspunkt hinstellen, zu dem sich unsere Rechtspolitik ausrichtet. Also ein Beispiel, dass das nicht der Fall ist, ist das geänderte Unterhaltsrecht. Das wurde ja
so dahingehend geändert, dass Frauen schon relativ kurze Zeit nach der Scheidung, also 2 Jahre in etwa, nicht mehr auf Unterhalt durch den Ehemann rechnen können, sondern auf den Arbeitsmarkt verwiesen werden. Dennoch ist es aber so, dass die Frau, solange sie verheiratet ist, ganz viele Angebote aus den Gesetzen hat, also das Ehegattensplitting, der Minijob, die Krankenmitversicherung, die Aussicht auf eine Witwenrente, die dazu anreizen, dass die Frau zu Hause bleibt, dass sie mehr sich um die Kinder kümmert, dass sie eben zurücksteckt und den Steuervorteil des Mannes dann mit für sich in Anspruch nimmt. So, ist die Ehe beendet, geht das sofort ins Gegenteil. Man muss aber wissen, dass bei uns in Deutschland nicht der kurzfristige Ausstieg das Problem ist für Frauen. Also die 3 Jahre sind weder in der Rentenversicherung ein Problem, das ist gut abgesichert, noch ist es, also der betriebliche Übergang ist oft schwierig. Viele Frauen kriegen nicht mehr den Job hinterher, den sie vorher hatten. Aber im Prinzip gibt es eine Wiederanstiegsgarantie. Wenn man das einhalten würde, wäre es gar kein Problem, aber man muss es auch machen. Das ist aber nicht der Fall, weil auch Arbeitgeber denken, die Frau ist ja zu Hause, die ist jetzt, spielt jetzt für uns keine Rolle mehr. Dickes Problem sind dabei zum Beispiel die Minijobs. Also eine verheiratete Frau, gibt es auch ein Gutachten dazu, eine verheiratete Frau, die einmal im Minijob gelandet ist, kommt da nicht wieder heraus. Die durchschnittliche Verweildauer sind 7 Jahre. Für Frauen, die in der Pflege, also eine häusliche Pflege übernommen haben, sind es 8 Jahre. Und die meisten, fast alle, die das gemacht haben, gehen hinterher in die Nichterwerbstätigkeit. Das heißt also, das ist ganz klar eine also gesetzliche Rahmenbedingungen, die da vorhanden sind, die Frauen dazu bringen, das anzunehmen. Erstmal aus Vereinbarkeitsgründen, aber dann in der Situation, in der sie dann gelandet sind, nicht mehr herauskommen. Die Arbeitgeber profitieren davon. Auch dem wird im Moment nichts entgegengesetzt. Also da müssen wir mindestens den Mindestlohn haben. Also viel besser wäre, wenn wir ein Entgeltgleichheitsgesetz hätten, weil im Minijob so viel Lohndumping betrieben wird, das können wir durch mehr Arbeit überhaupt nicht ausgleichen. Ein Beispiel, im Einzelhandel würde eine Verkäuferin ungefähr 12 Euro in der Stunde haben, in der niedrigsten Lohngruppe. Die durchschnittliche Bezahlung pro Stunde liegt bei 8 Euro und diese 4 Euro spart der Arbeitgeber ein, zuzüglich der nicht gezahlten Sozialversicherungen. Also das habe ich mal ausgerechnet, das mal überschlagen. Das ist ein durchaus üblicher Lohn. Wenn man diese 4 Euro nur mal nimmt und rechnet das hoch auf alle 7 Millionen Beschäftigten, die im Minijob tätig sind, dann entgehen den Sozialkassen im Jahr ungefähr 9 Milliarden Euro. So, und das heißt, wir müssen nicht nur etwas daran tun, also für die Frauen, sondern da sind auch größere Zusammenhänge dahinter. Und da muss ich sagen, wünsche ich mir auch von der Grünen Partei mehr Eindeutigkeit. Also zum Beispiel sagt das Programm, die Minijobs sollen eingeschränkt werden durch die Einführung eines Mindestlohns und eine Stundenbegrenzung. Das führt aber letztendlich dazu, dass bei der durchschnittlichen Stundenzahl von 50 Stunden im Monat, dass wir dann immer noch innerhalb der Grenze von 450 Euro sind. So, und wenn wir Eigenständigkeit fordern, wenn also das grüne Leitbild ist, Frauen, die ihre Existenz selber sichern, dann müsste gerade an der Stelle, was also diese Beschäftigungsbedingungen und auch den Übergang zur sozialen Sicherung zum Beispiel im SGB II betrifft, müsste es wirklich eindeutiger sein und die klare Abgrenzung und das klare Bekenntnis zu individueller Sicherung, das würde ich mir darin wünschen. Also im Moment ist es ja so, dass zum Beispiel das Ehegattensplitting nach dem Plan auch einen übertragbaren Freibetrag enthalten soll. Das hat aber sozusagen das Pendant in dem SGB II, wo dann, wenn wir das nicht ändern, die Frauen nach wie vor in der Arbeitsmarktpolitik nachrangig behandelt wird. Und wir können nur auf Eigenständigkeit setzen, wenn es auch völlig klar ist, ich bin als Frau arbeitslos und es spielt keine Rolle, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ich habe trotzdem das gleiche Anrecht in der Arbeitsvermittlung, auf Förderung und auf Vermittlung. Und das ist eben heute nicht der Fall. So, und diese Eindeutigkeit, das ist das, wo ich glaube,
dass wir, also gerade wenn es nachher zu den Koalitionsverhandlungen kommt, dass wir darauf ganz viel Wert legen müssen, dass das definiert wird, dass diese Ausrichtung präzisiert werden muss. Das ist etwas, was ich mir sehr stark wünschen würde. Ja, dann höre ich erstmal auf. Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde nur noch sagen wollen zu Ihnen, Frau Bulz, vieles von dem, was Sie jetzt gerade moniert haben, geht in die Richtung dessen, was ich vorhin gemeint habe mit zweiten Schritt vor dem ersten machen. Nur um das nochmal zu präzisieren, was ich vorhin vielleicht gemeint habe. Ich würde jetzt noch einmal Katrin Göring-Eckardt das Wort geben, in der Versuch zu reagieren auf diese drei Interventionen, praktisch die ja an uns auch als Partei gehen und an das, was wir machen, und würde dann erstmal öffnen fürs Publikum. Denn ich spüre eine gewisse Unruhe und Gemurmel und Kommentare, und da merkt man immer, da will hier mitdiskutiert werden, und das werden wir gleich tun. Ja, deswegen will ich es auch wirklich nur sehr kurz machen. Das eine, ich glaube, wir sollten sehr ernst nehmen, den, ich sage es mal bewusst, Ausweg, meine das aber nicht negativ, von vielen Frauen, die sagen, ich bin lieber selbstständig, und auch die Motivationen, die dazugehören. Ich glaube, was Sie gesagt haben, es gibt drei Gruppen, heißt ja auch, es gibt häufig auch drei Motivationen in einem. Ja? Also sowohl die Vereinbarkeitsfrage als auch die Frage, ich will mir nicht sagen lassen, wie ich es am besten zu tun hätte. Und eben auch die Frage, ich habe eine ganze Weile abhängig beschäftigt gearbeitet, dann war ich arbeitslos. Und dann, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten und leben? Mich überrascht nicht, aber schockiert immer wieder die Frage, wie wenig Frauen in der Selbstständigkeit tatsächlich zum Lebensunterhalt haben. Also verdienen ist ja nicht so richtig das richtige Wort, wenn man sich überlegt, wie viel da häufig auch investiert wird. Aber das eine ist ja die freiwillige Entscheidung von Frauen, das zu tun. Das andere ist die extrem hohe Erwartung, die Gesellschaft inzwischen hat, wenn sie immer weniger Arbeitsverhältnisse zur Verfügung stellt, ich sage das jetzt mal so ganz allgemein, die tatsächlich dazu führen, dass man eine gewisse Sicherheit im Job hat. Also es ist ja die andere Seite der Medaille. Ja, dass Frauen sich selbstständig machen, hat ja auch damit zu tun, dass wir eben kaum noch Arbeitsverhältnisse haben, wo man sagen kann, ja, hier habe ich eine gute Arbeit für eine relativ lange Zeit, sondern dieses hohe Maß an verlangter Flexibilität, dieses hohe Maß an verlangter Mobilität und so weiter, das gehört eben auch dazu. Und dass der Ausweg Selbstständigkeit, der ja häufig mit ganz viel Kreativität und mit hoher Innovationsbereitschaft und sowas auch Fortschritt bringt, eben auch eine Kehrseite dieser Medaille ist. Das Zweite, was ich gern sagen will, ist, ich habe ganz am Anfang vorhin gesagt, ich finde es gut und richtig, wenn sich jemand wirklich freiwillig entscheidet, eine Zeit X mit ihren Kindern zu verbringen, aber es muss eben auch tatsächlich freiwillig sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich hatte vorhin das Beispiel, dass man sagt, ich habe den ersten, zweiten, dritten Karriereschritt hinter mir und jetzt ist meine Zeit, wo ich was anderes machen will. Und das, was ich zur Motivation gesagt habe, hat eben auch mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und die Rahmenbedingungen sind so, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Und dann ist sozusagen das, was Sie sagen, die Arbeitsteilung funktioniert in der Familie, das stimmt, aber sie funktioniert, finde ich, nicht unter gleichen Bedingungen für Frauen und Männer. Weil wenn das Arbeitseinkommen ein Viertel weniger ist, also knappes Viertel weniger ist, dann wird man sich logischerweise innerhalb der Familie so entscheiden müssen, besonders dann, wenn das Gehalt eben nicht so hoch ist, das. Drei Punkte. Und die andere Frage, wie ist es mit dem Ehegattensplitting? Sie haben ja auch gesagt, das führt dazu, dass man innerhalb der Familie frei entscheidet. Es ist relativ risikoreich, und zwar immer für die Frauen oder meistens für die Frauen. Deswegen relativ risikoreich, weil es ja nicht so ist, dass alle Ehen auch halten. Das ist eher weniger der Fall, also fast die Hälfte, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ja Ehen, die nicht ein Leben lang, sondern eine Zeit lang halten. Und danach sind dann die Frauen diejenigen, die negativen Folgen zu tragen haben. Sie haben das gerade noch mal ausgeführt. Und deswegen ist für mich gar nicht die Frage, kann man frei entscheiden, wie man sich innerhalb der Familie organisiert, sondern für mich ist die erste Frage, warum sagt der Staat nicht, wir fördern mal zuerst Kinder. Und dann darüber kann man dann auch frei entscheiden innerhalb der Familie, wer was macht.
Aber die Motivation der Abschmelzung des Ehegattensplittings ist, wir fördern zuerst Kinder. Übrigens haben wir auch in unseren Rechenbeispielen deutlich gemacht, bei der Abschmelzung des Ehegattensplittings, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich versuche es einfach zu sagen, gibt es ja drei Profiteure, nämlich die Kommunen, die Länder und den Bund. Wir wollen das Geld, was im Bund dabei eingespart wird, komplett tun in die Kindergrundsicherung. Nicht in Kita-Plätze, das sollen die Länder, die Kommunen machen. Der Bund tut seinen Anteil komplett in die Kindergrundsicherung, also sozusagen in eine direkte Transferleistung, bei der jedes Kind das Gleiche bekommt. Ich finde diesen Weg zu sagen, wir fördern die Kinder und nicht die Art des Zusammenlebens nach wie vor den richtigen Weg, auch wenn wir aufgrund der Tatsache, dass viele ja nicht sozusagen die Arbeitsplätze schon zur Verfügung haben, von denen wir reden, wenn wir über die Abschmelzung des Ehegattensplittings sprechen und schon gar nicht die Kinderbetreuung, sagen können, das machen wir von einem Tag auf den anderen. Das gehört auch dazu und das Urteil vom letzten Freitag setzt die Rahmenbedingungen auch noch mal schwieriger, als es vorher der Fall war, das muss man auch sagen. Und ja, der letzte Punkt, dazu hat Bettina schon was gesagt, ich glaube, die Frage der Abfolge dessen, was man macht, kann auch nicht so sein, dass man so tut, als ob man mit politischen Entscheidungen die Rahmenbedingungen in der Realität schon verändert hat. Das ist nämlich nicht so. Also, dass wir das Geld für die Kinderbetreuung bereitstellen, heißt noch nicht, dass es für alle Kinderbetreuungsplätze gibt. Und dass wir von Qualität reden, heißt noch nicht, dass die 24.000 Erzieherinnen, die es gar nicht gibt, die wir sofort bräuchten, plötzlich und unerwartet vor der Tür stehen. Und insofern ist das schon eher eine Frage, die man nicht mit einem, ja, wir legen den Hebel um, macht, sondern da ist richtig viel harte Arbeit dahinter und man muss aber auch an den richtigen Stellen anpacken. Frau Schmelch hat mir schon signalisiert, dass sie gerne noch was sagen würde. Ich würde gerne ins Publikum erstmal öffnen und danach direkt Frau Schmelcher wieder dran nehmen. Und Sie können vielleicht einfach dazu sagen, auch an wen die Frage besonders geht, soweit es denn eine Frage ist. Wir haben ein Publikumsmikro, das steht hier. Also wer was sagen möchte, vielleicht bitte kurz vorstellen, sagen, woher man kommt und ja, dann geht's los. Ja, ich bin Sandra Hildebrand, ich bin die Sprecherin der BAG Frauenpolitik und weiß noch gar nicht, ob es eine Frage wird. Aber und zwar habe ich schon seit ganz zu Beginn der Veranstaltung so ein Kribbeln. Und zwar habe ich das auch schon gehabt, als ich die Einladung gelesen habe, weil ich das Gefühl hatte, es soll hinterfragt werden, haben wir das richtige Leitbild? Und das finde ich total richtig, dass wir das machen. Aber ich frage mich, ob wir es gegeneinander ausspielen müssen, die Punkte, die hier benannt werden. Also muss eigenständige Existenzsicherung konträr laufen zu, wir brauchen mehr Zeit für was auch immer wir das haben möchten. Das kann ja auch jede Person selber bestimmen, was das sein soll. Oder muss es konträr sein zu dem, Arbeit muss anders verteilt werden in unserer Gesellschaft? Und ich glaube nämlich nicht, weil ich finde, und ich meine, ich bin wahrscheinlich relativ jung, ich bin kinderlos und kann das vielleicht auch nicht wissen, was auf mich zukommt. Aber ich kann schon für mich erkennen, dass es wichtig ist, dass junge Frauen halt nicht mit 16 sagen, auch meine Perspektive ist, ich bleibe mal zu Hause und bekomme viele Kinder, weil das ein schönes Leben ist. Es kann ein Entwurf sein, aber ich finde, dass wir erkennen können, dass wenn wir dieses traditionelle Bild leben, gegen die auch unsere Mütter oder unsere Großmütter rebelliert haben, weil sie gemerkt haben, es funktioniert so nicht, dass wir das nicht einfach so weiterleben sollen, sondern dass wir sozusagen einfordern, dass wir am Arbeitsmarkt stärker beteiligt sind, dass wir in Diskussionen stärker beteiligt sind, dass wir an Entscheidungen stärker beteiligt sind. Ob das Vollzeit passieren muss, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dass wir uns eigenständig absichern und dass, wenn eine Paarbeziehung scheitert, ob das eine heterosexuelle oder eine homosexuelle Beziehung ist oder in welcher Konstellation auch immer, dass wir uns darauf nicht verlassen sollen und dass wir gucken sollen, wie kann das funktionieren und dass wir es weiter diskutieren. Ich glaube, das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Vielen Dank. Bitte schön, die Nächsten. Ja, ich bin Manuela, bin 29, bin ein Mitglied der Mütterlobby und hätte in dem Falle drei für mich wichtige Fragen. Ich sage jetzt nicht, dass ich, sage ich mal, das zusammenfasse, was die Mütterlobby ausmacht. Dafür gibt es die Vorsitzenden dafür. Und zwar
Seit das Kindschaftsrecht neu geregelt wurde, beziehungsweise seit dieses sogenannte Vätergesetz, was väterfreundlich dargestellt wurde, in Kraft ist, ist uns aufgefallen, dass die familienrechtlichen Hochstrittigkeiten natürlich um ein Vielfaches zugenommen haben, beziehungsweise dass gerade bei eskalativen Trennungen diverser Art die Mütter eher im Hintergrund beziehungsweise deutliche Nachteile haben und man das Gefühl hat, dass mit diesem Vätergesetz, dass dieses, sage ich mal, mit aller Macht versucht durchzusetzen, ohne jedoch auf die Kinder richtig zu achten, sei es um sie zu schützen, sie zu fördern. Und da wollte ich mal fragen, wie denn bisher so Ihre Erfahrung ist natürlich noch nicht lange raus, aber wie Ihre Erfahrungen bisher mit diesem neuen Gesetz sind. Ja, das ist ja letztendlich in den Familiengerichten ist es schon seit letztem Jahr angekommen und wird zunehmend auch bevorzugt. Ich will nicht unterstellen, dass die Väter so eine Sachen, sage ich mal, aufgrund von Macht instrumentalisieren wollen. Da gibt es wahrscheinlich einige wenige, die jedoch gerade jetzt in der Presse auch ja, sich niederschlagen. Und gerade was, sage ich mal, die fehlende Aus- und Weiterbildung von Gerichten oder Jugendämtern anbelangt, finde ich diese Entwicklung, sage ich mal, besorgniserregend. Das heißt, die zweite Frage wäre, was kann man tun, um Kinder zu schützen, nicht nur im Belang auf, dass sie ihr Recht auch vertreten sehen, sondern gerade wenn es um Misshandlungsanklagen geht, beziehungsweise auch potenzielle Kindeswohlgefährdung vorliegt, das Jugendamt, Stichpunkt Jugendamt Pankow, was ja auch für seine Untätigkeit bekannt ist, dass man auch eingreift, statt zu ignorieren und nicht mal zu hinterfragen. Ja, sondern beziehungsweise wie kann man auch Jugendämter weiterbilden, dass sie für das Kind zum Wohle des Kindes eintreten und nicht zum Wohle eines Elternteils. Danke. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Nina Stahr. Ich bin auch auf der Landesliste der Grünen mit dem Thema Familienpolitik jetzt für den Bundestagswahlkampf und habe mich entsprechend auch im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema befasst und möchte deshalb Frau Schmelcher echt nochmal dringend widersprechen. Also die wir wollen das Ehegattensplitting nicht abschaffen, wir wollen es abschmelzen und ich finde auch, was Sandra gesagt hat, es ist richtig, man sollte die eigenständige Existenzsicherung das sollte man nicht alles gegeneinander ausspielen. Ich glaube trotzdem, das Ehegattensplitting abzuschmelzen ist richtig, denn Katrin Göring-Eckardt hat es auch schon gesagt, wir wollen in die Kindergrundsicherung einsteigen. Und ich finde das ganz wichtig, dass alle Kinder die gleiche Förderung bekommen, egal ob die Eltern verheiratet sind oder nicht. Warum soll eigentlich eine Familie, wo die Eltern verheiratet sind, einen Vorteil haben gegenüber einer Familie, wo die Eltern nicht verheiratet sind? Das erschließt sich mir nicht. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir in die Kindergrundsicherung und in die Kinderförderung einsteigen und eben nicht die Ehe weiter fördern. Und das Zweite, was ich echt nochmal sagen möchte, ich möchte nochmal eine Lanze für die Väter brechen. Mich stört es immer, wenn diskutiert wird, so eine Frage, wie viel Mutter braucht das Kind? Warum fragen wir nicht, und das machen wir Grünen teilweise auch, ja, es ist ein Frauenthema aus der Geschichte heraus, aus der Sorge um die eigenständige Existenzsicherung heraus, ist es richtig, dass wir das im Rahmen von Frauenpolitik auch mitdiskutieren, aber mich stört es immer, wenn dann gefragt wird, wie viel Mutter braucht das Kind und so, warum sind wir nicht endlich mal so weit zu sagen, wie viel Eltern braucht das Kind? Das wäre mir persönlich sehr wichtig, dass nicht immer nur die Mütter hier diskutiert werden. Genau, und dann gibt es noch die sozialen Mütter. Familie ist da, wo Kinder sind. Wir haben ja da einen weiteren Familienbegriff auch. Achso, Entschuldigung, Sabine Bangert, ich bin die Arbeitsmarkt- und kulturpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen Abgeordnetenhausfraktion. Ja, also ich fand die Diskussion großteils sehr bildungsbürgerlich orientiert. Es ist einfach
Es war teilweise auch ziemlich realitätsfern, weil wir haben einfach die Schwierigkeit, dass bei vielen das Einkommen entscheidend sind, wie viele Kinder sie sich leisten und wie viel nicht, auch für die Familienplanung. Weil bei uns ist leider immer noch so in Deutschland, dass Kinder zu bekommen nicht mehr ganz so krass wie früher. Das sind ganze Generationen, sind da praktisch dann ausgefallen, weil sie gesagt haben, also meine Generation zum Beispiel, wenn Sie den Wissenschaftsbereich angucken, da war das für Frauen ein Karriereknick. Wenn sie ein Kind bekommen haben, weil wenn sie danach, nach der Kinderpause versucht haben, sich zu habilitieren, waren die Jungs schon alle an ihnen vorbeigezogen und etliche in meinem Bekanntenkreis sind deshalb heute Privatdozentinnen, die sind dann habilitiert, aber die haben es nie irgendwie so zu einem Lehrstuhl geschafft. Also Frau Buhls kennt auch diese Generation, also die sind massenhaft rausgeflogen, weil es einfach nicht ging und die Frauen haben sich sehr wohl überlegt, wann sie ein Kind bekommen und wann nicht. Also so selbst gewählt und dass es mal passiert, Frau Schmelzer, ist es heute nicht mehr. Ich glaube, dass Frauen sehr wohl überlegen, ob sie sich A, finanziell leisten können und B, ob es auch in die Lebensplanung passt. So, und wir haben einfach das Problem in Deutschland, dass wir in einem der konservativsten Länder Europas leben. Also so hinterwäldlerisch, sage ich jetzt mal, wie Deutschland ist, auch was Familienpolitik anbelangt, ist sind in Europa nicht mehr viele Länder. Wir hängen da hinterher. Wir hängen in der Sozialgesetzgebung hinterher, in der Steuergesetzgebung. Also wir gehen immer noch, das heißt wir nicht, sage ich aber so, ich rede mal von Deutschland, dass wir immer noch von dem Alleinernährermodell, das hat sich total verfestigt, gehen wir noch aus. Und das ist einfach ein großes Problem. Und deshalb haben wir auch weniger Frauen in Führungspositionen. Wir haben weniger Frauen, obwohl die Frauen jetzt total nachziehen. Also es ist auch so, dass wir noch nie so gut qualifizierte junge Frauen hatten wie heute. Und ich denke, die werden ihren Weg machen und es wird sich dann auch bemerkbar machen, weil eine moderne Gesellschaft kann auf die gut ausgebildeten Frauen auch nicht verzichten. Also das ist auch eine Sache der Fachkräftesicherung und auch, dass Frauen einfach jetzt ein anderes Rollenverständnis haben. Und noch ein Punkt zu Ihnen, Frau Schmelzer. Sie haben ja die Lehrerin genannt. Sie haben vergessen zu erwähnen, dass die Lehrerinnen in der Regel verbeamtet sind und dass es dann sehr wohl wieder der Rückschluss ist, dass die einfach die Sicherheit haben, dass sie auch mal ein paar Jahre aussteigen können und wieder auf die gleiche Stelle zurückkehren können. Also das war ein ganz schlechtes Beispiel mit den Lehrerinnen, weil die sind da wirklich privilegiert und in anderen Bereichen haben sie das nicht, dass die Frau wirklich auf die gleiche Stelle die Rückkehroption hat. Also war ein nicht so gelungenes Beispiel. Ja, guten Abend. Mein Name ist Miriam Hoheisel vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Zum Sorgerecht könnte ich auch ganz viel sagen, zur Neuregelung des Sorgerechts. Das lasse ich jetzt mal aus. Wo ich anschließen möchte, ist nochmal das Thema Wahlfreiheit. Da ist ja schon viel gesagt worden. Und ich würde gerne nochmal ganz klar sagen, dass die Kehrseite von Wahlfreiheit, wo ja auch ein bisschen hintersteckt, ist von verschiedenen Familienmodellen recht machen zu wollen, dass die Kehrseite Widersprüche sind. Widersprüche und Inkonsistenzen, das hat Frau Buhls sehr deutlich herausgestellt. Widersprüche im Lebensverlauf zwischen der Ehe, da werden, das sind besonders Frauen, angefeuert durch die Kombination zwischen Ehegattensplitting, Mitversicherung, Minijobs, im Prinzip in die Rolle gedrängt, beruflich zurückzustecken zugunsten der Familie. Ändert sich der Lebensentwurf, gibt es Brüche, geht die Ehe auseinander, fällt das den Frauen auf die Füße, dann schlägt das Unterhaltsrecht zu, dass Eigenverantwortung gefragt. Das ist ein Widerspruch, das ist wirklich heutzutage ein riskantes Modell, zugunsten der Familie auszusteigen. Und ich denke, da braucht die Politik wirklich ein klares Leitbild und nicht das Bestreben, es möglichst vielen recht machen zu wollen. Und das Leitbild sollte meiner Meinung nach klar gleichstellungsorientiert sein, also Mütter und Väter reinziehen, das Elterngeld ausbauen als gleichstellungsorientiertes Instrument. Es sollte armutsverhindert sein, es sollte alle Familienformen erreichen. Und die Zahlen, die Sie am Schluss dargestellt haben, Frau Schmelcher, waren ja sehr richtig. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden ist das höchste Armutsrisiko aller Familienformen. Das ist unserer Meinung nach ein gesellschaftlicher Skandal. Denn ich habe nicht die Schlussfolgerung, dass die Vereinbarkeit offensichtlich gut funktioniert, sondern das hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden drückt ja eine gesellschaftliche Benachteiligung aus. Am Arbeitsmarkt, in Niedriglöhnen, in Minijobs, im Steuerrecht. Alleinerziehende werden in der Steuerklasse 2 abgespeist, im Gegensatz zum Ehegattensplitting.
in der Familienpolitik. Familienpolitik muss alle Familienformen erreichen. Deshalb mein Plädoyer, entscheiden Sie sich für ein Leitbild. Noch Sie dran und dann eine kurze Antwortrunde erstmal, weil sonst häuft sich so viel an. Vor allem ist bei Frau Schmelche, die muss ich jetzt einfach mal dran nehmen. Dankeschön, Herr Stück ab. Christina Schildmann, Friedrich-Ebert-Stiftung, dafür Familienpolitik und Gleichstellung zuständig. Wir diskutieren im Moment auch ständig an genau dieser Schnittstelle, die heute Abend diskutiert wird. Also einerseits die Frage, viele junge Feministinnen kommen zu uns und sagen, wir wollen eine Aufwertung, also klassische feministische Forderung, eine Aufwertung der Sorgearbeit, auch finanziell. Wir wollen uns vom Kapitalismus sozusagen nicht verschlucken lassen. Gleichzeitig haben wir auch noch das Leitbild der ökonomischen Unabhängigkeit der Frau im Kopf und den von Hannelore Bulls erwähnten Gleichstellungsbericht, der tonnenschwer auf unseren Schreibtischen liegt. Wie bekommt man da eigentlich diese Quadratur des Kreises hin? Und wir versuchen das gerade, diesen Zielkonflikt zu lösen mit verschiedenen Projekten, die sich mit Zeitpolitik beschäftigen. Auch in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsforum Familie, was auch da ist, mit Gewerkschaften etc., arbeiten gerade an einem Familienarbeitszeitmodell, was eigentlich darauf abzielt, die Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen neu zu verteilen oder Anreize dafür zu schaffen. Und wie ich das gerade verstanden habe, diese Punkt 4-Forderung bei den Basisgrünen gibt mir Hoffnung auf interessante rot-grüne Bündnisse in dieser Hinsicht Zeitpolitik. Das wollte ich nur verkünden, dass wir daran arbeiten und man darf mich gerne danach fragen später. Danke. Ich gebe Frau Schmelcher das Wort, aber ich würde eine Sache gerne aufgreifen. Was Sie zuletzt jetzt gesagt haben, gibt mir die Hoffnung, dass wir ganz am Schluss tatsächlich noch eine Runde drehen können über die Frage Bündnisse. Denn tatsächlich habe ich den Eindruck, dass dieses Thema, das ja jetzt nicht zufällig auch bei unserem Mitgliederentscheid plötzlich, obwohl es vorher gar nicht so prominent diskutiert wurde, so hoch gevotet wurde von unseren eigenen Basismitgliedern, das wird überall diskutiert und das brennt einfach. Das merkt man, da müssen wir ran, um unseren alten Wahlkampfspruch jetzt hier nochmal zu bemühen. Und insofern würde ich tatsächlich gerne in der Schlussrunde ein bisschen überlegen, wo es eigentlich womöglich auch ganz breite und unerwartete Bündnisse in diese Richtung geben kann. Aber jetzt erstmal noch Diskussionsrunde. Frau Schmelcher, Sie haben das Wort. Ja, also ich werde hier gerade ganz besonders darin bestärkt, dass ich ein Tabuthema anspreche, nämlich für Mütter zu reden. Ja. Und ich wollte dazu nur kurz erzählen, ich war, vor kurzem gab es ein feministisches Symposium vom neuen Berliner Kunstverein, ganz groß angelegt, es ging auch vor allem Frauen Kunst, aber da gab es eine Veranstaltung zum Thema Feminismus und Mutterschaft. Und die war sehr interessant. Denn da war Angela McRobbie, also diese dienstälteste britische Feministin, die dieses Buch Top Girl Feminismus geschrieben hat. Und die meldete sich, weil die Debatte immer, es ging eigentlich immer nur um Ganztagsbetreuung und die dümpelte so und dann meldete sie sich zu Wort und sagte nur einen Satz, nämlich, dass die feministisch-marxistische Theorie sie damals dazu gezwungen hat, eine kalte Mutter zu sein. Und die Reaktion, ja, die Älteren stöhnen, ich glaube ja, man braucht dazu gar nicht Feminismus und Marxismus, sondern Kapitalismus oder so langt auch, aber ich glaube, dass die gesellschaftliche Tendenz immer die ist, Mütter dazu zu zwingen, kalte Mütter zu sein. Aber was ich so interessant fand, war die Reaktion im Publikum, nämlich keine Pause, Stille, keine Reaktion. Und die nächste Reaktion war die, was ja auch hier gesagt wurde, die Bitte um Umbenennung der Veranstaltung, nämlich nicht Feminismus und Mutterschaft, sondern bitte Feminismus und Elternschaft. Wie gesagt, ich halte das ja, ich glaube ja, es ist ein Tabu. Aber jetzt zum Thema Kinder wollte ich nochmal sagen. Da hat dieser Soziologieprofessor hier aus Berlin, Hans Bertram, gesagt, er fände das ja eigentlich gar nicht schlimm, dass es so wenige Kinder gibt, denn es käme ja eigentlich nur darauf an, die Humankapitalquote konstant zu halten. Das heißt, wenn wir es schaffen, innerhalb der wenigen Kinder das Humankapital, so drückte der es, ich kriege bei sowas Gänsehaut, aber so sagte der eben immer wieder, dann wäre das doch eigentlich ganz wurscht, ob wir eigentlich weniger Kinder bekommen. Und da fällt mir eben einfach auf, dass es in der Debatte so auseinandergeht, dass die konservativen Parteien eher die sind, die so einen antikapitalistischen Kurs fahren, die sagen, wir müssen das ganze Ding irgendwie schützen, wir müssen die, diejenigen, die sich um die Kinder kümmern, irgendwie fördern, sponsern, sonst was. Während die linken Parteien, die ja ansonsten lautstark den sogenannten Neoliberalismus bekämpfen, immer dann, wenn es um Mütter geht, selber total Neoliberale eigentlich werden, was damit zu tun hat, dass natürlich wiederum die konservativen Parteien nie was für die Befreiung der Frau getan haben, was wiederum die linken Parteien getan haben. Und ich glaube, in der Mitte von dieser Debatte bewegen wir uns. Und ich habe meine Lesebrille nicht dabei, aber ja, also das glaube ich, ist diese Gratwanderung,
über die wir nachdenken müssen. Und deswegen glaube ich, sollten wir trotzdem über Mütter reden und nicht über Elternschaft, sondern auch darum, wie es den Müttern geht. Denn, ach, Entschuldigung, die Zahlen noch, weil sie nicht genannt wurden. Vor 10 Jahren hatten wir 1.900.000 alleinerziehende Mütter zu 350.000 ungefähr alleinerziehenden Vätern. Wir haben heute 2.300.000 alleinerziehende Mütter zu 370.000 alleinerziehenden Vätern. Und das ist schon was, was uns nachdenklich machen sollte. Und da fällt mir kurz noch ein Punkt zur Düsseldorfer Tabelle ein. Im Fall der Trennung wurde davon ausgegangen, dass die Frauen im Prinzip gleichgestellt sind und dass es ihnen deshalb möglich ist, nach 3 Jahren wieder Vollzeit zu arbeiten. Und die komplette Erziehungsleistung bleibt deswegen an der Frau hängen, weil ein Urteil des Bundesgerichtshofs gesagt hat, der Vater zahlt, die Frau hat ja die Möglichkeit, die Kinder in staatliche Betreuung zu geben. Und damit ist gut. Das heißt, der Vater kommt nur als Zahlender vor. Dass die Frau, die arbeiten geht, auch noch Kinder zu Hause wohnen hat, wird überhaupt nicht dabei berücksichtigt. Und das halte ich für einen Skandal, denn ich kenne jetzt in meinem Bekanntenkreis wirklich auch Mütter, die fertig sind mit dieser Situation. Ja, den letzten Satz möchte ich bestätigen. Ich glaube, es wird überhaupt nie nicht berücksichtigt, dass Frauen Kinder zu Hause haben, um die sie sich kümmern. So, ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, nochmal aus dem Wahlprogramm. Da wird nämlich gesagt, dass es notwendig ist, eine neue Wohlstandsmessung zu entwickeln. Das möchte ich nochmal ausdrücklich unterstützen, weil wir heute eben eine Erfassungsart haben, für unsere Wohlstandsmessung, die ja immer nur an monetären Größen sich ausmacht und wo eben die ganze unbezahlte Arbeit, die die Frauen leisten, und das ist ungefähr 1,5-mal so viel in Arbeitsstunden wie an bezahlten Arbeitsstunden geleistet wird, das nirgendwo vorkommt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese ganze unbezahlte Arbeit, die Frauen zu Hause leisten, dazu führt, indem es Rückwirkungen gibt auf den Arbeitsmarkt der Frauen, dass auch die bezahlte Arbeit der Frauen so schlecht bezahlt ist. Also nur mal als Beispiel die Pflege. Warum soll oder will eine Familie viel Geld ausgeben für eine Pflegeleistung, wenn die Frauen das sonst umsonst zu Hause machen? Das ist einfach eine Konkurrenzsituation, die da erstellt wird. Und wir haben eben, dadurch, dass wir eben diese ganzen Gesetze haben, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die dazu führen, dass wir eben auch ein großes Potenzial an nicht erwerbstätigen Frauen zu Hause haben, die auch diese Arbeiten dann halt machen, unterstützen wir letztendlich nicht nur die Ausgrenzung, sondern eben wir unterstützen damit auch noch das Schlechtbezahlungspotenzial. So, und wenn es gelänge, für das, was Frauen an Wohlstand für die Gesellschaft erbringen, durch das, was sie leisten, was sie für die Familie leisten, was sie durch ihre soziale Arbeit leisten, ob bezahlt oder unbezahlt oder unterbezahlt, wenn es gelänge, dafür bessere Kategorien zu finden, dann hätten wir zumindest einen Ansatzpunkt dafür, um mal zu sagen, was ist denn tatsächlich das wert? Also was müsste, also eine Pflegerin, eine Altenpflegerin, die 8,50 Euro Mindestlohn heute bekommt, das ist hoffnungslos zu wenig nach wie vor. Also da kann man sagen, das ist eine gute gesetzliche Regelung, da haben wir schon mal angefangen, aber das, was die da tatsächlich erbringt, das wird damit überhaupt nicht vergütet. So, und wenn es gelänge zu sagen, was bringen diese Frauen für die Gesellschaft, dann hätten wir auch Möglichkeiten, das politisch zu diskutieren. Insofern finde ich diesen Punkt in dem Wahlprogramm wunderbar und es wäre wirklich schön, wenn das in der kommenden Legislaturperiode begonnen würde, diese Debatte zu führen. Also ich sage das jetzt ausdrücklich so, weil ich habe zu diesem Thema, also Einbeziehung von nicht erfassten Leistungen, das war damals mal die Mülldebatte, in den 80er Jahren mal eine Diplomarbeit geschrieben, also wie erfasst man das im BIP und wie kriegt man bisher nicht erfasste Güter
irgendwie einbezogen in die Wirtschaft oder in das, was, also in die Beurteilung. Das ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen glaube ich, dass wir das nicht in einer Legislaturperiode hinbekommen können. Aber es wäre unheimlich gut, wenn das angefangen würde, sodass wir überhaupt eine Debatte zu dem Thema mal haben. Das würde ich mir wünschen von Ihnen. Ich danke Ihnen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie angesprochen hatten, den ich tatsächlich auf meinem Zettel hatte und bisher noch nicht erwähnt hatte. Zunächst mal muss man dazu sagen, tatsächlich hat auch dieses Vorhaben, dass wir nämlich wollen, dass die Wohlfahrt einer Gesellschaft nicht mehr immer nur am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, sondern da andere Indikatoren mit einfließen, hat es geschafft bei unseren Schlüsselprojekten, da war ich wiederum sehr überrascht, hat es aber tatsächlich geschafft unter die Top 3 bei soziale Gerechtigkeit, also ist etwas, was wir nach vorne stellen wollen. Wie Sie richtig sagen, ist es im Grunde eine Möglichkeit, eine Debatte, die überfällig ist, erstmal zu führen. Das ist noch kein hartes Instrument, muss man ehrlich sagen, mit dem man umsteuern kann, aber es ist eine Debatte zu führen. Und was ich vorhin weggelassen hatte, war genau diese Frage, auch über das zu sprechen, was eigentlich wertvolle Arbeit ist, Aufwertung, Fürsorgearbeit. Das ist etwas, was im Moment nicht mehr so stark im Vordergrund steht als Debatte, was auch mit der Wertschätzung natürlich von Müttern, von Pflegeleistung, Erziehungsleistung zu tun hat, was aber auch noch sehr viel, wenn man so will, kritischere Aspekte umfasst. Nämlich im Moment ist es ja einfach so, dass viele Frauen, um die Vereinbarkeit hinzukriegen, gerade die gut verdienen, diese Frage einfach lösen, indem sie diese Erziehungs- und Fürsorgearbeit ein Stück weit outsourcen. Zum Teil, jetzt böse gesagt, es gibt böse Reportagen darüber, an Arbeitnehmerinnen aus osteuropäischen Ländern, die wiederum zu Hause womöglich auch eine Familie haben, die auch betreuen. Und irgendwann sitzen dann in Moldawien Kinder, von denen man nicht mehr weiß, wer die dann eigentlich betreut, weil ihre Mütter sonst wo arbeiten. So. Und das ist ein Problem, das wir noch relativ wenig im Blick haben, das aber mit dieser Tatsache zu tun hat, dass im Moment die Vereinbarkeitsproblematik eben oft dadurch gelöst wird, soweit gutes Einkommen vorhanden ist, sage ich jetzt mal bewusst, es outzusourcen. So. Wollte ich noch dazufügen und jetzt aber direkt an Sie weitergeben, dann würde ich Katrin erst nochmal. Wollen Sie dann? Gut, dann gebe ich gleich an Katrin weiter, gerne. Ja, da war jetzt ziemlich viel dabei. Ich will auch jetzt gar nicht wiederholen, wo ich zustimme. Ich glaube in der Tat, es macht überhaupt keinen Sinn, gegeneinander auszuspielen, auf der einen Seite Erwerbstätigkeit und auf der anderen Seite Familienzeit, weil das Ziel muss ja sein, beides miteinander zu verbinden. Ich finde sehr gut, nochmal den Schwerpunkt zu legen auf die Frage, warum machen wir eigentlich einen Unterschied zwischen den verschiedenen Familienformen? Will ich ausdrücklich so sagen, weil die Alleinerziehenden mit ihren Kindern eben Familie sind und nicht irgendwas Halbes. Und die Benachteiligung, die wir nicht nur durch Rollenbilder und so weiter haben, sondern schlicht und ergreifend durch Gesetzlichkeiten, Sie haben das ja aufgezählt, haben, die finde ich nicht akzeptabel, weil es eben nicht von den Kindern her denkt und weil es nicht von den Familien her denkt, sondern weil es eine Form von Familie privilegiert. Und dieses Themas, finde ich, müssen wir uns annehmen. Deswegen habe ich nochmal auf die Kindergrundsicherung verwiesen, wo wir einfach nur sagen, jedes Kind ist gleich viel wert. Und zwar egal, in welcher Familie es lebt und egal, wie viel Einkommen die Eltern haben. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Also heute ist es faktisch so, jemand, der von Transferleistungen lebt, dessen Kind bekommt eine Transferleistung, die wird übrigens gestrichen, sobald die Eltern etwas mehr Einkommen haben. Jemand, der ein mittleres Einkommen hat, kriegt Kindergeld und jemand, der ein hohes Einkommen hat, kriegt einen höheren Kinderfreibetrag. Das passt nicht zusammen, weil aus welchem Grund kriegt das eine Kind mehr als das andere? Und insofern ist es, glaube ich, ein guter Weg, um deutlich zu machen, jedes Kind muss gleich viel wert sein und das ist auch der richtige Ansatzpunkt der Förderung. Das Zweite, ich will nochmal auf diese Vorhaltung, dass wir so neoliberal wären in unserem Bild. Also ich würde erstens sagen, Sie haben auf den Wachstums- und Wohlstandsindex hingewiesen. Das ist für uns ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir haben eine Enquete-Kommission durchgesetzt in dieser Legislaturperiode im Bundestag, die sich damit beschäftigt hat. Das Durchsetzen war nicht ganz einfach, das haben wir dann geschafft. Aber auch die Diskussion war nicht ganz einfach. Irgendwie, es gab zig Minderheitenvoten darüber, wie man was bewerten soll. Und das ist sozusagen die Langfristaufgabe. Die müssen wir sofort angehen, weil unsere Basis jetzt gesagt hat, das ist eins von den Schlüsselprojekten. Finde ich sehr gut. Das andere ist aber, wenn man mal anfängt zu bewerten,
wie ist das, was muss eigentlich ein Entgeltgleichheitsgesetz regeln? Also dass in Deutschland es so ist, dass jemand, der bei der Müllentsorgung arbeitet, deutlich mehr Geld verdient pro Stunde und insgesamt und überhaupt als jemand, der in der Altenpflege arbeitet, kann nicht nur damit zu tun haben, dass es irgendwie körperlich schwere Arbeit ist. Das ist nämlich beides. Und das muss damit zu tun haben, dass das eine deutlich mehr Frauen machen und das andere fast nur Männer. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum ich sage, wenn wir eine andere Bewertung von Arbeit haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir aus solchen Ungleichbehandlungen ganz grundsätzlich herauskommen. Und das kann ein Entgeltgleichheitsgesetz lösen. Und dann bin ich nochmal bei der Frage der Zeit. Ich finde, man muss auch mal irgendwie sich die Frage stellen, ob Zeit eigentlich gleich Zeit ist. Wir reden ja immer gerne von Qualitätszeit. Und wir reden auch gerne davon, was eigentlich Zufriedenheit ausmacht und was nicht. Wenn es so ist, und dann bin ich auch bereit, nochmal sozusagen erstmal noch über die Mütter zu reden. Ja? Wenn es so ist, dass auf der einen Seite Frauen erwerbstätig sein sollen und vollerwerbstätig sein sollen oder wollen und auf der anderen Seite aber komplett die Sorgearbeit, die Reproduktionsarbeit und alles, das auch noch auf ihnen liegt, dann bleibt bei der Erwerbstätigkeit noch weniger Qualitätszeit für das, was man selber machen will. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also ob es dann um die Zeit mit den Kindern geht oder ob es um die Zeit für das ehrenamtliche Engagement geht oder für was auch immer, diese Frage von Zeitpolitik ist ein fürchterliches Wort, aber es ist jedenfalls eins, was man ins Spiel bringen muss, wenn man darüber redet. Und ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage, ob wir sozusagen alles nur darauf ausrichten, dass das mit der Erwerbstätigkeit funktioniert oder ob wir den anderen Teil des Lebens tatsächlich auch noch im Blick haben. Und dann würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen, den Sie, finde ich, zu Recht eingebracht haben. Das ist nämlich die Frage, wie ist es eigentlich mit denen, die ein relativ geringes Einkommen haben? Sie haben immer von den jungen Müttern geredet, von den Studierenden. Ich würde sagen, das betrifft überhaupt nicht nur die Jungen. Die Benachteiligung liegt eigentlich bei allen, die ein geringes Einkommen haben. Die werden nämlich nicht darüber nachdenken, ob sie das vielleicht in der Familie gut verteilen können. Die werden auch nicht darüber nachdenken, ob es schön ist, zu Hause zu bleiben oder nicht, sondern die sind schlicht und ergreifend gezwungen, erwerbstätig zu sein. Und für die Wahlfreiheit herzustellen, heißt erstmal dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur so funktioniert, dass dieses Gezwungensein nicht dazu führt, dass die Kinder an ganz vielen Stellen am Ende die Benachteiligten sind, weil sie keine Förderung bekommen, weil man nicht dafür sorgt, dass sie wirklich gute Schulen haben, Ganztagsschulen haben und so weiter und so fort. Und letztens, ich finde sehr wichtig, nochmal den Hinweis auf andere europäische Länder. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, in Nordeuropa ist diese Frage der Zeit schon in einer ganz anderen Dimension angekommen, weil selbstverständlich ist, dass nach 17 Uhr nicht mehr Arbeitszeit ist, sondern da ist Zeit für was anderes und für was auch immer. Und ich glaube, dass wir auf einem Niveau diskutieren mitunter, wenn wir über diese Fragen reden, die scheinbar jedenfalls damit zu tun hat, dass wir eine andere Tradition haben. Aber ich glaube, wir finden uns häufig auch damit ab, dass wir in einer Situation leben, die wir ändern könnten. Übrigens unter den Bedingungen des Kapitalismus, ja, weil die Schweden sind auch jetzt nicht Sozialisten, also jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, und auch unter den Bedingungen eines funktionierenden Sozialsystems und so weiter und so weiter. Also ich finde jetzt nicht nach dem Motto, das ist alles gut, was in anderen Ländern passiert, aber bei dieser Frage und übrigens dann auch bei der Geburtenrate, wenn wir mal nach Frankreich einen kleinen Augenblick gucken, ja, gibt es Vorbilder, wo wir uns einfach sagen können, da könnten wir uns schon das Beste raussuchen und müssen nicht eine neue ideologische Diskussion führen, die am Ende auf dem Rücken der Frauen wieder ausgetragen wird. Frau Schmelcher wollte noch kurz was ergänzen, dann würde ich gerne zusammenfassen und meine Schlussfrage stellen, denn leider geht die Zeit so jetzt schon zu Ende und wir müssen dann die weiteren vertieften Debatten oder dürfen die rausverlegen in den Garten bei einem Imbiss und einem Glas zu trinken.
aber ja. Frau Schmelcher dann kommt. Genau, ich wollte noch mal auf Ihre Frage vorhin, die hatte ich vergessen, antworten. Sie haben gesagt, es geht hier so bildungsbürgerlich zu. Und jetzt bin ich natürlich durch und durch Bildungsbürgerin, aber ich würde gerne auch noch eine Lanze für die anderen brechen und würde eben die Grünen auch fragen, wie halten Sie es denn mit der Entgeltgleichheit beim Elterngeld für Mütter? Weil ich immer noch nicht drüber hinwegkomme, dass dieses Geldgeschenk von 5 Milliarden Euro ausschließlich an Frauen geht, die sowieso schon privilegiert sind, weil sie in akademische Bildung haben und in Vollzeit arbeiten und es ja im Moment immer noch so ist. Die Grünen haben zwar glücklicherweise das Teilzeitgesetz eingeführt, aber wer nicht vor der Geburt seiner Kinder in Vollzeit arbeitet, kann total vergessen, eine Teilzeitstelle zu bekommen. Und ich finde, dass diese Frauen wahnsinnig privilegiert werden und dass die anderen dabei, alle anderen eben Hartz-IV-Empfängerinnen, Arbeitslose, Studierende und Verkäuferinnen zum Beispiel, schlechter dabei wegkommen. Und wollte dazu noch sagen, dass das Erziehungsgeld nur 2,9 Milliarden gekostet hat, aber eben viel gleichmäßiger verteilt war. Dazu nur eine Bemerkung erstmal von mir. Katrin, möchtest du direkt nochmal drauf eingehen? Ich mache das dann. Okay. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann war dieses Elterngeld, als es eingeführt wurde, zumindest auch, wenn man so sagen will, ein bevölkerungspolitisches Instrument. Es sollten die richtigen Mütter Kinder bekommen. Und insofern, das war mit ein Grund, ja, es muss man so sagen, es war ein Grund, es sollten auch die gut ausgebildeten Akademikereltern, die ihre Kinder dann auch entsprechend fördern, sollten Kinder bekommen. Und deswegen, das war mit ein Grund, das Elterngeld einzuführen. Insofern erstaunt es jetzt wenig, dass es auch eine gewisse Umverteilung von unten nach oben mit sich gebracht hat. Wenn man den Sockelbetrag damals nicht eingeführt hätte, dann wären sogar die es am dringendsten brauchen, völlig leer ausgegangen. Also ja, es ist eine Umverteilung. Es war ein Umverteilungsding von unten nach oben, das muss man einfach so sagen. Ich würde am Ende gerne einen Punkt nochmal machen. Und zwar würde ich sagen, ich halte als Fazit fest, dass man nicht die eigenständige Existenzsicherung als Leitbild nicht gegen Zeitpolitik ausspielen muss. Da hat Sandra völlig recht. Das aber, wenn man das vereinbaren will und ernsthaft in die Frage, wie verteilen wir Arbeit anders und wie schaffen wir mehr Zeit für Familie, für Pflege, für politisches Engagement, für alle Menschen, für das, was das Leben außer Erwerbsarbeit auch noch ausmacht, wenn das eben kein Elitenprojekt bleiben soll, was so ist es nämlich überhaupt nicht gedacht, dann ist das eine große Herausforderung, denn dann geht es, das hatte ich vorhin kurz mal angedeutet, auch darum, letztlich Einkommen umzuverteilen. Das heißt es nicht, dass ich die nächste große Umverteilungsorgie machen möchte, das sind wir jetzt inzwischen schon berüchtigt, wir Grünen in diesem Wahlkampf, aber es bedeutet schon ganz nüchtern, dass wir die Bedingungen dafür schaffen müssen, dass auch Leute, die ein niedriges, also dass erstens Leute aus prekären Jobs rauskommen. Wenn ich von Teilzeit spreche, meine ich die große Teilzeit sozusagen, also eine Teilzeit, die einem auch eine Existenz sichert. Kein Minijob ist damit gemeint, das ist das Erste, was man sagen muss. Das Zweite ist, wenn das nicht nur ein Projekt sein soll für Leute, die es sich leisten können, sondern auch für niedrigere Einkommen, dann müssen wir natürlich gerade die unteren Arbeitseinkommen erstmal aufwerten. Entlasten von Sozialversicherung, dafür gibt es auch Ideen, die wir schon lange haben. Dann gibt es also noch eine ganze Reihe von Dingen, die passieren müssen. Und das wäre schon die ehrgeizige Idee, die wir hier hegen. Wenn man natürlich auch sagt, Leute, die wenig verdienen, deren Kinder haben es trotzdem verdient, dass ihre Eltern auch Zeit mit ihnen verbringen können, dann ist das tatsächlich auch eine Frage, wie man vor allem die unteren Einkommen aufstockt. Während ich glaube, bei den oberen Einkommen ist es eher eine Frage der Unternehmenskultur und des politischen Willens, blöd gesagt. Denn da heißt es dann eher, in Führungsaufgaben geht sowas nicht, das kann man nicht so gut teilen und. Vielleicht können Sie da jetzt gerne noch was dazu sagen, Frau von der Weyde. Aber mein Eindruck ist, das sind unterschiedliche Aufgaben, die man angehen muss, aber das Projekt ist insofern schon ein sehr ehrgeiziges und verdient noch eine sehr vertiefte Diskussion über die Frage, wie wir da eigentlich hinkommen. Und was ich jetzt aber zum Schluss zumindest mal in dieser Runde hier auch noch mal fragen wollte, ist, wären Sie bei einem solchen Projekt, das ich jetzt mal nur sehr grob beschreibe und wo mir klar ist, dass das noch eine Vision ist, über deren Umsetzung wir viel arbeiten müssen, aber wo sehen Sie Bündnismöglichkeiten? Wären Sie selbst dabei? Jein. Also ich habe mich eben so ein bisschen zurückgehalten, weil ich bin keine Familienpolitik-Expertin, sondern würde mich als Feministin bezeichnen, immer noch. Und finde, wenn es um Umverteilen geht, hätte ich gerne diese Grenze klarer. Weil ich glaube, die Grenze vom Umverteilen, weil ich glaube, die größte Schere zwischen Arm und Reich läuft zwischen Männern und Frauen
in Deutschland. Ich glaube, Männer, ich habe mal beim Statistischen Bundesamt geguckt, Männer haben durchschnittlich 40% mehr Vermögen als Frauen. Das ist irre. Und ich finde, das wäre schön, wenn das sozusagen ein Leitbild von Politik würde, da wirklich auch zugunsten der Frauen zu entscheiden, ob sie nun Kinder haben wollen, ob sie ein Teil ihres Lebens aktive Mütter sind, weil man muss sich auch klar machen, das ist letztendlich auch eine Teillebenssache, dass man kleine Kinder hat. Das erlebe ich hier immer wieder. Irgendwann kommen dann andere Themen wie Pflege. Also auch das betrifft ja Frauen stärker als Männer. Und ich glaube, Bündnisse sind wunderbar und wünsche mir eigentlich auch, dass die Frauen einfach viel mehr einfordern, dass die Politik sich nach ihren, nach ihren Bedürfnissen richtet. Und eben nicht nur die eine Partei, die es vielleicht schon ein bisschen macht oder viel mehr als andere, sondern alle. Und ich glaube, da müssen wir sie in die Pflicht nehmen. Das geht so nicht weiter. Vielen Dank. Ja, also wie kann man dem sich nähern, Existenzsicherung und Zeit für die Familie nicht gegeneinander auszuspielen? Also ich glaube, dass wir einen Teil dieser Problematik lösen müssen und können, indem ein gewisser Anteil, also nicht alles, aber ein gewisser Anteil der heute unbezahlten Arbeit, die im Haushalt erbracht wird, professionalisiert wird. Also beispielsweise bei der Pflege kann ich mir gut vorstellen, dass man einen größeren Teil professionalisiert. Damit haben Frauen nicht nur eine Entlastung zu Hause, sondern auch, weil das eben traditionell weibliche Beschäftigungsfelder sind, auch Arbeitsmöglichkeiten, die dann sich auch wieder auswirken in mehr Einkommen, mehr Bruttoinlandsprodukt, mehr Steuern, mehr Sozialabgaben. Ich glaube, dass wir einen anderen Teil lösen müssen, indem indem Teile der Arbeit zu Hause, der Betreuung von Kindern und Familie ausgeglichen wird. Also ich glaube, dass wir einen höheren Anteil von Transferleistungen, ähnlich wie dem Elterngeld, haben sollten. Also da wäre eine Frage zum Beispiel, warum muss eine zu Hause Pflegende sich mit 500 Euro im Monat zufrieden geben? Das könnte man auch anders regeln. Man könnte sie ausbilden, man könnte sie bei der Kommune beschäftigen. Das ginge. Und ich glaube, dass wir auch nach wie vor Ausgleichsmöglichkeiten haben müssen für die Konsequenzen davon, also das, was sich zum Beispiel heute in der Rente auswirkt. Und da stellt sich dann natürlich immer gleich die Frage, wie bezahlt man das? Also da fällt mir dann Herr Hoeneß ein oder es fällt mir ein, dass im Hamburger Abendblatt vor kurzem stand, seit 3 Jahren, also seit man weiß, dass es wohl irgendwann ansteht, dass diese Sachen mehr kontrolliert werden, gibt es jeden Tag einen Steuerbetrüger, der sich selbst anzeigt. Und das, was da inzwischen aufgelaufen ist, also nur für Hamburg, nur für eine Stadt in Deutschland, sind nicht versteuerte Zinsen in Höhe von 372 Millionen, also nur die Zinsen, nicht das Vermögen, was dahinter steht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da doch noch einiges an Einnahmequellen erschließen würde, also so was Schwarzgeld angeht, was also Beitrag von Leuten, die richtig gut verdienen zu unserem Steuerpotenzial, zu dem Geld, was also die Politik dann zur Verfügung hat zur Verteilung. Das ist so, glaube ich, das sind so 3 wichtige Punkte. Und dann könnte man zum Beispiel damit eben Kinderbetreuung bezahlen, dann wäre es durchaus möglich, gesellschaftlich notwendige Arbeit besser zu vergüten. Und es wäre auch durchaus denkbar, dass Familienleistungen besser honoriert werden und sich dann nicht in Altersarmut für Frauen auswirken. Das wünsche ich mir. Ja, und ich würde gerne ein Bündnis mit Ihnen eingehen, weil ich das schön finde, dass das Ding hier Weiberwirtschaft heißt und weil ich glaube, wenn Sie das heute gründen würden, würde man es wahrscheinlich Fräulein, Missy oder Mädchenwirtschaft nennen, weil ich glaube, dass der 70er-Jahre-Feminismus wesentlich bunter war, auch was das Mütterbild zum Beispiel anbetrifft, und dass die heutige Frauenforschung, was sich Feminismus nennt, letztlich daran arbeitet, die Frau abzuschaffen, was man eben daran sieht, dass man in die Unschuldsform zurückgeht, und das finde ich schade und finde das viel zu konform.
Ich habe jetzt einen Moment gebraucht, um es zu kapieren. Aber jetzt ist auch bei mir soweit. Großartig. Also ja, ich glaube, dass das Bündnis muss vor allen Dingen das Ziel haben, dass sich Frauen nicht vorschreiben lassen, wie ihr Leben zu sein hat. Und dass sie aufhören, sich unter Druck setzen zu lassen, sich weiter anzupassen. Also ich glaube, das ist der Hauptpunkt, dass wir dieses, also was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Die Frauen sollen jetzt ganz toll Karriere machen, sie sollen die totalen Supermütter sein und dabei bitte auch immer noch gut und entspannt aussehen und nicht rumzicken. Also das gehört ja auch noch dazu. Und also ich glaube, sich daraus, und es gibt ein ganz großes Vorbild dafür, und diesen Namen nenne ich jetzt auch nicht, aber sich da herauszubewegen und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein zu sagen, wir brauchen echte Veränderungen. Und wir brauchen die nicht, weil wir defizitär sind, sondern weil es dazugehört, wenn sich eine Gesellschaft weiterentwickeln will. Das ist für meine Begriffe der ganz entscheidende Punkt. Und ich hab vorhin nicht geantwortet auf die Frage, wie das eigentlich mit dem Gesetz ist, was erst seit 1. April gilt. Nicht, weil ich mich drücken wollte, sondern einfach, weil ich es vergessen habe. Ich glaube, die Frage, wie wir eigentlich Elternschaft bewerten, wie wir soziale Elternschaft bewerten, ist eine, wo wir noch lange nicht am Ende sind. Also und zwar nicht nur wegen der schwul-lesbischen Paare, die, denen wir ermöglichen wollen, definitiv auch das Adoptionsrecht zu haben, und zwar das Vollständige und so weiter, weil mich nervt es total, dass Schwule und Lesben immer noch erklären müssen, dass sie auch gute Mütter und gute Väter sind. Das finde ich persönlich unerträglich. Also das ist so dieses Jahr, wir kümmern uns auch und wir geben unseren Kindern übrigens auch Klavierunterricht und dieses alles. Aber wir sind insgesamt bei der Frage der sozialen Elternschaft und der leiblichen Elternschaft noch längst nicht da, wo die Lebensrealität von Kindern ist. Sie haben das ja zu Recht gesagt, was ist eigentlich gut für das Kind? Und ich glaube, dass wir bei dieser Entwicklung, was das Juristische angeht, insgesamt noch ziemlich weit hinterherhinken. Aber ich glaube auch, das ist nichts, wo man den Hebel einfach umlegt, sondern da ist noch richtig viel Arbeit dahinter. Aber ich verstehe jedenfalls Ihre Sorge, ohne dass ich beurteilen kann, was Pankow und das Jugendamt macht. Das kann ich gar nicht sagen. Und ich will auch gerne noch was sagen zu dieser Frage Elterngeld. Also ich würde gar nicht so brutal sagen, da ging es um Humankapital, sondern es ging tatsächlich um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Akademikerinnen so selten Kinder bekommen? Und woran liegt das? Und dann gab es zwei Analysen. Die eine Analyse war, die haben einen drastischen Einkommenseinbruch. Und die andere Analyse war, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann nicht hergestellt werden. So. Und dann darauf politisch zu reagieren und zu sagen, okay, wenn das die Gründe sind, dann muss man daran etwas ändern. Das finde ich richtig. Es gab noch einen dritten Grund übrigens bei den Akademikerinnen. Der hieß nämlich, sie haben nicht den richtigen Mann gefunden, von dem sie auch den Eindruck hatten, dass der die Familienarbeit mittragen will. Daran kann die Politik nichts ändern, also jedenfalls nicht direkt sozusagen. Aber ich finde das zunächst mal nicht verwerflich. Aber richtig ist natürlich, dass wir tatsächlich bei den Frauen, gerade bei den unteren Einkommen, nicht dafür gesorgt haben, dass sie erstens ein gutes Einkommen und Auskommen haben und dass sie zweitens auf eine ganze Menge Dinge zurückgreifen können, die sie auch notwendig und dringend brauchen. Also dazu gehört dann die Bildungschancen für die Kinder, dazu gehört das, was dieses komische Paket, was Kinder jetzt irgendwie fördern soll, überhaupt nicht funktioniert, sondern es da tatsächlich Unterstützung braucht und so weiter. Und ich finde, diese Ungleichbehandlung zu thematisieren, gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt hat Bettina von Orgien geredet. Das ist ja jetzt hier live. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für Orgien bin. Das geht überhaupt nicht, weil wir das ja hier alles streamen. Aber ich glaube in der Tat, dass wir die Frage, wofür wir in Zukunft unser Geld, unsere Fantasie und unseren Ideenreichtum einsetzen, geprägt sein muss davon, dass wir sagen, Gleichstellung von Frauen und Männern, und zwar in allen Lebensbereichen, ist eine zentrale gesellschaftliche Frage. Und wenn wir das machen, dann müssen wir, also da ist das berühmte Wort von der Querschnittsaufgabe, noch längst nicht, auch nicht von unserem Wahlprogramm, übrigens vielen Dank für das Lob, ja, aber auch noch längst nicht von unserem Wahlprogramm erfüllt, weil ich glaube, dass wir die Lebensrealität von Frauen und Männern und
und auch den dazugehörigen Kindern in unserem Land noch lange nicht so abbilden, dass wir sagen können, wir meinen das wirklich ernst mit der Gleichstellung und der Gleichberechtigung, sondern wir doktern eigentlich daran herum, dass wir kleine Schritte gehen, die häufig viel Geld kosten, und versuchen, dem ein Stückchen näher zu kommen. Aber was ich mir sehr wünsche für dieses Bündnis ist, dass wir das mit hohem Selbstbewusstsein machen und dass die Frauen nicht nur die Hälfte der Macht sondern und nicht nur die Hälfte des Einflusses und alles das, sondern in der Selbstverständlichkeit, dass diese Gleichstellung hergestellt werden muss, auch politisch Forderungen stellen und zwar laut genug und egal wie die Stimme selbst verfasst ist, wie meine jetzt, die reicht nämlich jetzt nicht mehr weiter. Also ich glaube, darauf kommt es an, wir haben das Recht darauf und wir haben politisch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich das wirklich ändert. Vielen Dank. Ich möchte das gerne als Schlusswort so stehen lassen. Ich danke allen, die hier mit uns diskutiert haben, insbesondere Ihnen Vieren. Wir haben auch Blumen, nasse Blumen, aber das sind keine Sonnenblumen, weil vorhin schon eine Sabine Bangert meinte, wir sind ja grün, aber deswegen muss man nicht immer nur Sonnenblumen schenken. Genau, geben die weiter. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ich kündige jetzt schon mal an, wir werden an diesem Bündnis dranbleiben. Vielen Dank, Kathi. Vielen Dank allen, die hier mit waren. Bitte bleiben Sie noch, diskutieren Sie weiter, schmieden Sie Bündnisse oder streiten Sie heftig mit uns, wie auch immer. Ich möchte noch mit dem Mikro in der Hand den allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die das hier aus unserer Landesgeschäftsstelle, die hier mitgeholfen haben. Und ich möchte auch danke für die Mitarbeiterin hier der Weiberwirtschaft. Das ist ein sehr schöner Ort. Ich glaube, wir sind nicht zum letzten Mal hier. Und, ich wollte zuletzt noch unserer Webredaktion, das sind nämlich hier Sebastian und Bernd, die bei unseren Veranstaltungen wirklich mit einer Wahnsinnsgeduld die ganze Zeit streamen und die das ehrenamtlich tun. Ich wollte euch ankündigen, dass wir diesmal ordentliche Geschenke für euch haben, nämlich Kinogutscheine, die ihr demnächst bekommt. Vielen Dank auch euch. So, bitte nicht weggehen. Bleiben, essen, trinken, reden. Vielen Dank.